Herr Kollege Evers, ich würde gerne anfangen wollen. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 72. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich begrüße Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einigen Tagen hat es eine falsche Todesmeldung zu unserem Kollegen Kurt Wanzner auf der linksextremistischen Plattform in die Media gegeben. Dieses Vorgehen mit einem politisch Andersdenkenden ist an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten. Und überhöht wird diese Geschmacklosigkeit noch durch die Behauptung, dass der Autor dieser fingierten Todesnachricht unser Kollege Tom Schreiber sei. Es beginnt mit der Sprache. Und wo in der Politik Hass und Gewalt enden können, das wissen wir in Deutschland leider zu genau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, ich spreche im Namen des ganzen Hauses, dass wir diesen zynischen Angriff auf unsere Kollegen entschieden verurteilen. Zum Ablauf der Plenarsitzung. Die Fraktionen haben sich erneut auf eine aus Gründen des Infektionsschutzes verkürzte Sitzung verständigt. Nach der Aktuellen Stunde und der Fragestunde folgen die Prioritäten. Anschließend erfolgt auf Antrag aller Fraktionen mit Beratung die zweite Lesung des Gesetzes zur Änderung des Landeswahlgesetzes. Die übrigen Tagesordnungspunkte werden ohne Beratung nur geschäftlich behandelt. Lüftungspausen erfolgen abhängig von der Anzahl der im Plenarsaal befindlichen Personen nach jeweils etwa 2,5 Stunden. Als Geschäftliches habe ich weiter mitzuteilen. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD und gleichlautende Anträge der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Ergebnisse der Ministerpräsidentinnenkonferenz zur Corona-Pandemie. Antrag der CDU zum Thema Verkehrswende, Rechtsbruch, Wirtschaftsflop, grünes Regieren statt gutes Regieren. Antrag der AfD-Fraktion zum Thema nach Juso Mordfantasien und Rohrbombenexplosion rot-rot-grünen Kuschelkurs beenden, Linksextremismus endlich wirksam bekämpfen und Antrag der Fraktion der FDP zum Thema, wenn das Warten auf Novemberhilfen zum Warten auf Godot wird, jetzt schnelle Überbrückungshilfen und unternehmensbezogene Förderung für die Berliner Wirtschaft ermöglichen. Eine Verständigung über das Thema ist bislang nicht erfolgt. Ich lasse daher abstimmen, und zwar über das Thema der Fraktion der FDP. Wer wie die Fraktion der FDP für das Thema, wenn das Warten auf Novemberhilfen zum Warten auf Godot wird, jetzt schnelle Überbrückungshilfen und unternehmensbezogene Förderungen für die Berliner Wirtschaft ermöglichen, ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die FDP-Fraktion und die Koalitionsfraktionen und 2 fraktionslose Abgeordnete, Wild und Herr Nerstheimer. Gegenstimmen die AfD-Fraktion, Enthaltung bei der CDU-Fraktion. Somit werde ich gleich dieses Thema unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Und zwar in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 30a, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19-3378, ein Stufenkonzept als Perspektive für die Menschen in Berlin. Die anderen Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Ich verweise auf die Ihnen zur Verfügung gestellte Dringlichkeitsliste. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge unter den Tagesordnungspunkten 4a, 6a und 30a in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den zuvor genannten Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch höre ich nicht. Da ist die dringliche Behandlung dieser Vorgänge beschlossen. Unsere heutige Tagesordnung ist damit auch so beschlossen. Auf die Ihnen zur Verfügung gestellte Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Auch die Konsensliste ist damit angenommen. Entschuldigungen des Senats liegen nicht vor. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, rufe ich folgende Parlamentsangelegenheit auf. Entscheidung des Abgeordnetenhauses gemäß § 80 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin über den Einspruch des Abgeordneten Andreas Wild gegen 2 Ordnungsrufe vom 28. Januar 2021.
In der letzten Plenarsitzung am 28. Januar 2021 habe ich den Abgeordneten Andreas Wild während seines Redebeitrags im Rahmen der Aktuellen Stunde zweimal zur Ordnung gerufen. Der Abgeordnete hat gegen diese Ordnungsrufe Einspruch eingelegt. Ich habe diesem Einspruch nicht stattgegeben, da die Äußerungen des Abgeordneten gegenüber dem regierenden Bürgermeister beleidigend waren und die parlamentarische Ordnung verletzt haben. Mein entsprechendes Schreiben an den Abgeordneten, in dem auch der Einspruch des Abgeordneten wiedergegeben wurde, ist Ihnen zugegangen. Nach § 80 Satz 3 unserer Geschäftsordnung entscheidet nunmehr das Abgeordnetenhaus ohne Beratung über den Einspruch. Ich eröffne daher die Abstimmung über den Einspruch des Abgeordneten Wild gegen die beiden Ordnungsrufe und frage, wer dem Einspruch des Abgeordneten Wild gegen die beiden Ordnungsrufe vom 28. Januar 2021 stattgeben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist der Abgeordnete Wild und einige und der fraktionslose Abgeordnete Nerstheimer und einige Abgeordnete der AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Das sind alle anderen Fraktionen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einspruch des Abgeordneten Wild gegen die beiden Ordnungsrufe abgelehnt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Aktuelle Stunde zum Thema, wenn das Warten auf Novemberhilfen zum Warten auf Godot wird. Jetzt schnelle Überbrückungshilfen und unternehmensbezogene Förderung für die Berliner Wirtschaft ermöglichen, auf Antrag der Fraktion der FDP in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 30a, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 18/3378, ein Stufenkonzept als Perspektive für die Menschen in Berlin. Der Dringlichkeit des Antrags haben Sie eingangs bereits zugestimmt. Für die gemeinsame Besprechung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. In der Runde der Fraktionen beginnt die Fraktion der FDP. Und Herr Chaya, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestatten Sie mir, bevor ich zum aktuellen Thema spreche, eine Anmerkung. Wir hätten heute die Gelegenheit gehabt, und das hat mich doch mehr als irritiert, am heutigen Tag um 10.10 Uhr eine Regierungserklärung des regierenden Bürgermeisters hier zu haben. Wir waren bereit dafür, auch auf diese Aktuelle Stunde zu verzichten, wie alle anderen bis auf die Grünen. Ich hätte das sehr verantwortungsvoll gefunden, dass der regierende Bürgermeister hier an dieser Stelle sich erklären kann. Insbesondere, weil genau der Eindruck bei den Berlinerinnen und Berlinern entsteht, die ein sehr einprägsames Bild aus dem Warten auf Godot verdeutlichen. Ich darf noch mal daran erinnern, Warten auf Godot. Da gibt es einen Boten, der immer wieder Wahrheiten, der immer wieder Wartende, der immer wieder kommt, darauf hinweist, dass jetzt irgendwas passiert, morgen, dann kommt er wieder, übermorgen. Jeder wartet. Sie kennen vielleicht diese Erzählung und es passiert am Ende dann doch nichts. Und genau diesen Eindruck haben wir gewonnen, wenn es darum geht, in dieser Stadt entsprechend Perspektiven zu verdeutlichen. Und dieses permanente Ankündigen, dieses permanente Warten, dieses permanente, jetzt haben wir uns auf einen Inzidenzwert von 50 verabredet, ab morgen heißt der Inzidenzwert 35, ab dem Lockerungen stattfinden. Und genau diese Haltung beschreibt so ein bisschen die Perspektivlosigkeit und aus unserer Sicht auch den rotenden Faden, der so dringend notwendig wäre. Und wenn dieser rote Faden fehlt, dann fehlt eben auch Perspektive. Und der aktuelle Befund der Berliner Wirtschaft ist erschreckend. Erschreckend über das, was in dieser Stadt wirtschaftspolitisch zu verantworten ist, Frau Senatorin Popp. Die IHK vermeldet, die Unternehmen in Berlin sehen sich aktuell mit einem Dreiklang aus Ärger über die ausstehenden versprochenen Hilfen, Perspektivlosigkeit sowie dem Gefühl, nicht gehört zu werden, konfrontiert. Meldung IHK. Ich darf
aus der Taz von heute zitieren, mit Erlaubnis des Präsidenten. Eine Frage der Wertschätzung. 2,2 Millionen Solo-Selbstständige arbeiten vor Corona in Deutschland. Inzwischen sind viele Existenzen bedroht. Zitat: Die staatlichen Hilfen für Solo-Selbstständige empfanden sie als blanken Hohn. Auch die KfW-Kredite wurden hier nicht bewilligt. Die Beihilfe war ein Wust, war echt zum Abgewöhnen, so kompliziert, eine Zumutung. Ich habe mich wahnsinnig geärgert und war verunsichert. Ich habe mich nicht vom Staat unterstützt gefühlt. Wir Selbstständige wurden nicht wertgeschätzt. Oder der absolute Höhepunkt am gestrigen Tages, Doug No. Jemand, mit dem sich diese Stadt auch immer wieder gerne identifiziert, immer wieder gerne auch mit ihm in die Öffentlichkeit geht, meldet sich in den sozialen Netzwerken zu Wort und sagt: Wo ist die verfluchte Bazooka, Herr Scholz, Herr Altmaier und Co., Frau Bundeskanzlerin? Ja, meine Damen und Herren, er zeigt sogar den Mittelfinger. Aus Hilflosigkeit darüber nicht an die Einzelnen gerichtet, sondern an das Thema gerichtet, an das, was ihn umtreibt. Hilflosigkeit zu erfahren, weil keine Hilfen ankommen, weil das, was angekündigt ist, nicht ausreicht und bei den Betroffenen nicht vor Ort zur Unterstützung führt. Das ist der Befund. Und da hilft es auch nicht, immer wieder zu erzählen, dass wir über November- und Dezemberhilfen gesprochen haben, dass wir auch den Januar- und Februarangriff bekommen. Die Realität in dieser Stadt sieht anders aus. Und deshalb bleibt es bei unserer Aktuellen Stunde so, wie wir es beantragt haben. Warten auf Godot. Das ist das Motto anscheinend, was Sie hier politisch umsetzen. Und ich kann es auch noch einmal an zwei Stellen konkreter machen. 12,2% der November- und Dezemberhilfen sowie der Überbrückungshilfe 3 sind bisher ausgezahlt. 12,2%. Und wir schreiben Mitte Februar. Da kann ich nichts mehr hören. Aktueller Bericht gestern Abend, ZDF Zoom. Lesen Sie es, hören Sie es nach, Frau Senatorin. Aktuelle Zahlen. Da ist noch nicht die Änderung der Bundesregierung mit erfasst. Ja, haben Sie vielleicht völlig recht. Aber das ist der Befund, mit dem Sie sich hier auseinandersetzen müssen. Und deshalb klagt auch die IHK stellvertretend zu Recht für alle Berlinerinnen und Berliner Unternehmen genau dies an. Und Sie müssen sich dann schon die Frage erlauben lassen, Sie müssen sich fragen lassen, wieso Sie eben, wenn wenige Meter von hier die Bazooka bei Herrn Scholz klemmt, nicht bereit sind, darüber nachzudenken, inwieweit Sie beispielsweise Gespräche mit der Berliner Bürgschaftsbank suchen, die eine entsprechende Reserveleistung zur Verfügung stellen kann, die ein Partner in dieser Pandemie werden könnte, um an der geeigneten Stelle auch kurzfristig Hilfen zu ermöglichen, um in diesem System auch Verantwortung zu übernehmen. Damit müssen Sie sich auseinandersetzen. Sie müssen größer denken. Und darum geht es am Ende des Tages. Denn die Unternehmen haben nicht mehr viel Zeit. Viele der Berliner Unternehmen stehen am Abgrund. Sie stehen kurz vor der Insolvenz. Sie stehen vor Belastungen und extremen Herausforderungen. Und es sind 8% der Berliner Unternehmen, die vor einer möglichen Insolvenz stehen. 8% stehen bereits jetzt vor einer möglichen Insolvenz. Das ist auch der Befund. Das ist das Ergebnis von monatelangen, nicht zielgerichteten Einsätzen der Hilfen und Unterstützung der Berliner Unternehmen. Und was meine ich mit gezielten Einsätzen und Unterstützen? Wir können ein aktuelles Beispiel nehmen, was wir seit drei Monaten in dieser Stadt diskutieren. Der Berliner Fruchthof. Mietstundungen helfen dort nicht. Sie fordern von den privaten Vermietern in dieser Stadt ein, dass man Mieterlass und belastbare Verabredung findet. Wo ist denn Ihre belastbare Verabredung und Mieterlass da, wo Sie Verantwortung haben, Frau Senatorin Popp, da, wo Sie der Wirtschaft real helfen könnten? Dort erleben wir im letzten Wirtschaftsausschuss, und ich saß Frau Ludwig gegenüber, die Ihnen die Frage gestellt hat, nichts als eine bunte Blumenwiese, die Sie erzählen, aber keine konkrete Antwort auf die Frage, wie dem Fruchthof jetzt geholfen wird und welcher Zeitplan, welche Schiene dahinter steht. Nichts habe ich von Ihnen gehört. Und Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Ludwig, keine Zwischenfragen. Und wir müssen an dieser Stelle eben
über den Punkt hinaus über Öffnungsperspektiven reden. Und wenn im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz die neue Inzidenz von 50 jetzt 35 heißt, dann habe ich damit Probleme. Dann habe ich deshalb damit Probleme und meine Fraktion, weil wir über Monate den Berlinerinnen und Berlinern, ja diesem ganzen Land gesagt haben, wir arbeiten auf eine Inzidenz von 50 hin. Und dann sind wir kurz davor und verändern genau die Parameter. Das verspielt am Ende Vertrauen und das verspielt auch die Loyalität. Das verspielt die Loyalität derer, die sich jeden Tag dieser Kraftanstrengung, nämlich in der Gesellschaft, hingeben. Wir können nicht einfach mit Variablen spielen, 50, 35. Es gab eine klare Verabredung. Und in der Wirtschaft würde man sagen, dieser Vertrag wurde jetzt einseitig aufgekündigt, nämlich durch die Ministerpräsidentenkonferenz gegenüber der Gesellschaft in unserem Land. Einseitig aufgekündigt. Und deshalb haben wir Ihnen einen Stufenplan vorgelegt, der sich an den Inzidenzen, die wir miteinander verabredet haben, orientiert. Und genau da wollen wir hin. Allein in Berlin und Brandenburg stehen 150.000 Arbeitsplätze im Handel auf dem Spiel. Vor Herausforderung, um es mal freundlich zu formulieren. Wenn nicht sogar auf dem Spiel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn man Verabredungen trifft und eine gemeinsame Kraftanstrengung in diesem Land erzielen will, dass man sich am Ende auch dran hält und nicht einseitig Verträge aufkündigt. Und Sie haben doch in Berlin etwas erfolgreich geschafft, Herr Regierender Bürgermeister, Frau Gesundheitssenatorin. Sie sind vorbildhaft, wenn es darum geht, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Sie haben die Alten- und Pflegeheime durchgeimpft. Sie haben die zweite Verabredung im Grunde erfüllt. Sie haben gesagt, der Schutz der vulnerablen Gruppen, genau das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen die Alten- und Pflegeheime durchimpfen. Haken dran, Berlin vorbildlich. Wenn ich mir den Inzidenzwert in der Stadt anschaue, bei 63 etwa, rückläufig, vorbildlich. Und jetzt ändern wir die Spielregeln. Das wird es mit uns nicht geben. Deshalb haben wir Ihnen einen solchen Stufenplan vorgelegt. Ja, Herr Senator Lederer, das Virus diktiert die Spielregeln. Oder ändert die Spielregeln. Aber dann frage ich Sie, wieso haben wir uns nicht in den letzten 12 Monaten mit dem Erkenntnisgewinn, den wir gewonnen haben, auseinandergesetzt? Ja, wir können uns über die Mutante unterhalten, sehr gerne. Aber auch eine Mutante muss bei einer Inzidenz von 50 nachverfolgbar sein. Und daran ist ja diese Stadt schon gescheitert. An der Nachverfolgung sind wir schon gescheitert. Und wir haben es versäumt, in den letzten Monaten die Nachverfolgung strategisch aufzubauen. Wo sind denn die privaten Callcenter? Wo sind denn die Anrufe bei der Bundeswehr, die Verabredung, gemeinsam in dieser Stadt die Dinge dort zu verstärken, wo sie nicht geleistet werden können? Das kritisiere ich ja gar nicht. Aber die Option zu ziehen, Alternativen zu ermöglichen und eine Nachverfolgung in diesem Land, in unserem Land, was so wirtschaftlich stark aufgestellt ist, das ist eine Kapitulation. Das können wir doch nicht einfach hinnehmen. Das ist Staatsversagen am Ende des Tages. Und mit dieser Frage muss man sich eben dann auch auseinandersetzen. Und das ist das Mindeste, was die Berlinerinnen und Berliner erwarten können, dass da, wo dieser Senat Verantwortung hat, auch die Vorkehrungen trifft, damit am Ende das wirtschaftliche Leben, die Schule, die Kitas und all das Zug um Zug gemäß der Verabredung einer Inzidenz von 50 auch wieder geöffnet werden können. Ein entsprechender Stufenplan unserseits liegt vor. Wir hätten die Chance, die Geschichte von Godot hier umzuschreiben. Nicht nur anzukündigen, nicht nur auf etwas zu warten, sondern tatsächlich Tatsachen zu schaffen. Dazu laden wir Sie heute recht herzlich ein. Vielen Dank. Für eine Zwischenbemerkung hat jetzt für die Grünen Herr Wesener das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Chaya, Ihre Rede ist inhaltlich keine Zwischenbemerkung wert, aber sehr wohl der erste Satz. In dem ersten Satz haben Sie hier in den Raum gestellt, wir Grünen seien dafür verantwortlich, dass wir gerade Ihnen zuhören mussten und nicht dem regierenden Bürgermeister zuhören durften. Herr Fresdorf, erstmal ja, das ist bedauerlich, Herr Chaya, dieser Umstand. Zum Zweiten, ich verstehe, dass es in der gegenwärtigen Pandemie nicht ganz einfach ist, parlamentarische und gerade Oppositionspolitik zu machen.
Das heißt aber auch nicht, dass man einen Freibrief hat, um faktenfreien Unsinn zu erzählen. Und hier handelt es sich um faktenfreien Unsinn. Vielleicht ganz kurz für die Öffentlichkeit, für dieses Haus. Manche fragen sich ja immer, was machen diese PGFs da? Herr Chaya nimmt übrigens manchmal teil, manchmal auch nicht. Herr Chaya, nur für Sie. Wir haben am Dienstag im Ältestenrat die Frage aufgeworfen, ob es eine Regierungserklärung zu erwarten gibt. Denn im Gegensatz zur FDP sind wir nicht überrascht worden von dem Umstand, dass gestern Mittwoch eine MPK stattfindet. Die Antwort der Senatskanzlei war nein, das steht nicht zu erwarten. Zum Zweiten, Herr Chaya, es waren die Regierungsfraktionen, die das Thema Ministerpräsidentenkonferenz als Thema der Aktuellen Stunde angemeldet haben. Sie nicht. Zum Dritten, Herr Chaya, auch Ihnen und Ihrer Fraktion ist irgendwann aufgefallen, ist ja ein bisschen komisch. Deswegen war der Vorschlag und der Konsens im Ältestenrat beziehungsweise in der gestrigen PGF-Runde, dass wir das Thema der Aktuellen Stunde weit fassen. Also auch die kurzfristigen Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz dort reflektieren können. Darauf haben Sie jetzt verzichtet, ist Ihre Entscheidung. Mit Ihrem Geschäftsführer war was anderes abgesprochen. Und viertens und letztens haben wir uns ja untereinander der Tatsache versichert, dass wir am kommenden Sonntag eine Sondersitzung haben, wo wir nicht nur über die MPK-Beschlüsse, sondern ich glaube für die Berlinerinnen und Berliner noch wichtiger, darüber reden können, was der Senat denn in konkretes Infektionsschutzhandeln überführt. So, heute Morgen um 8 Uhr stand noch einmal die Frage im Raum, gibt es eine Regierungserklärung oder nicht? Und ich habe auf Folgendes hingewiesen, Herr Chaya. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Frage, ob es eine Regierungserklärung gibt oder nicht, alleine eine Entscheidung des Senats ist. Der kann nach Artikel 49 Absatz 3 der Berliner Verfassung, Herr Chaya, in Verbindung mit Paragraph 59 Absatz 1 der Geschäftsordnung sowas anmelden. Es ist schön, dass Sie uns zutrauen, dass wir als Grüne Regierungserklärung verhindern. Ich sage Ihnen, diese Macht haben wir nicht. Und das ist auch gut so an dieser Stelle. So, zum Zweiten. Herr Chaya, haben wir als Grüne gesagt, wenn der Senat eine solche anmelden will, bitte gerne. Wir sehen aber keinen Anlass, die Vereinbarung unter anderem mit Ihrer Fraktion über Ihr Thema für die Aktuelle Stunde zu reden, zu verzichten. Warum auch? Uns, Herr Chaya, ist das Thema Wirtschaftshilfen im Gegensatz zur FDP wichtig. Vielen Dank. Die Erwiderung müsste schon von Ihnen kommen, Herr Chaya, ne? Es war eine Zwischenbemerkung zu Ihrem Redebeitrag. Sie müssen nicht, Herr Chaya, Sie müssen nicht. Ja. So. Bitte? Also, natürlich dürfen Sie. So, jetzt wieder Ruhe. Herr Kollege Chaya hat jetzt die Möglichkeit zu erwidern, wie das die GOO vorsieht. Bitte schön. Herr Präsident, Herr Wesener, wir haben in der Tat heute Morgen intensiv im Ältestenrat darüber beraten. Da haben Sie völlig recht, das haben wir gemacht. Und wir haben gemäß dem, was für uns immer wichtig ist, gesagt, wenn der regierende Bürgermeister, und Sie haben die Geschäftsordnung hinreichend zitiert, das Wort hier ergreifen möchte, dann kann er das jederzeit tun. Absolut richtig. Und wir haben daraufhin im Konsens, was dieses Haus ja insbesondere mit Blick auf die Pandemie immer wieder im Auge hat, deutlich gesagt, wenn wir auf der einen Seite, und der Parlamentspräsident hat es ja am Anfang seiner Sitzung auch noch mal deutlich gemacht, uns ständig darauf verständigen, Rederunden wegfallen zu lassen, damit wir im Sinne der Pandemie und im Sinne hier des Raumklimas, das meine ich nicht politisch, sondern gesundheitlich, hören Sie mir doch zu, ich habe doch Ihnen auch zugehört, darauf fokussiert und haben gesagt, die Priorität wäre aus unserer Sicht auf der Regierungserklärung. Und deshalb wären wir bereit, im Einvernehmen mit Ihnen auf diese Aktuelle Stunde auch zu verzichten, damit es nicht mehr Redezeit, mehr Stunden in diesem Plenarsaal gibt, die wir ja immer selbst limitieren, damit wir dem Hygiene-
Geschehen und dem Infektionsgeschehen und dem Gesundheitsschutz gerecht werden. Das haben wir heute Morgen angeboten, weil ich es richtig und wichtig finde, dass der regierende Bürgermeister Stellung bezieht und das nicht erst am Sonntag, sondern unmittelbar nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Dafür wollten wir den Weg freimachen. Und dafür gab es nach meinem Kenntnisstand immer noch große Zustimmung aller Fraktionen, bis sie sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, das wird nicht passieren. So, und damit ist die Situation, wie sie ist. Sie haben völlig recht, er hätte sich zu Wort melden können, aber das wäre ja wohl nicht im Sinne auch der Verabredung gewesen, die wir hier getroffen haben. Vielen Dank. So, für die SPD-Fraktion hat nunmehr dann Herr Jahnke das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP gibt sich heute mal gebildet und formuliert das Thema der Aktuellen Stunde, wenn das Warten auf Novemberhilfen zum Warten auf Godot wird. Nun möchte ich bezweifeln, dass dieser Titelwahl eine nähere Beschäftigung des Theaterstücks um Wladimir und Estragon vorausgegangen ist. Sonst wäre vielleicht sogar Herrn Schaja aufgefallen, dass das Bild etwas schief ist, weil der Zwang zu langem und vergeblichem Warten, der hier wohl gemeint ist, gerade nicht das Thema war, das Samuel Beckett im Sinn hatte. Doch hiervon mal abgesehen, hat der Bund die Geduld der Unternehmen, die zeitig ihre Anträge auf November- und Dezemberhilfen gestellt hatten, tatsächlich auf eine harte Probe gestellt. Die ersten Auszahlungen der beantragten Novemberhilfen konnten in Berlin durch die IBB erst erfolgen, nachdem sie vom Bund dazu in die Lage versetzt worden war, da alle Anträge über die Plattform des Bundes laufen, also ab dem 12. Januar. Seitdem geht die Bearbeitung der Anträge sowie die Auszahlung der Gelder aber zügig voran. Das eine oder andere vom Lockdown betroffene Unternehmen hat seinen Unmut über die Verzögerung öffentlich kundgetan oder aber, wie die IBB am Dienstag in einer Online-Veranstaltung mitteilte, per Mail versucht, die Bearbeitung des eigenen Antrages voranzubringen. Mit Blick auf die etwa 5.000 Mails richtete IBB-Chef Jürgen Allerkamp gestern einen Appell an die Antragsteller, bitte beanspruchen Sie für sich keinen Extraweg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Investitionsbank Berlin tun ihr Möglichstes, um den Stau der Antragsbearbeitung aufzulösen. Und sie arbeiten teilweise auch nachts und dem gebührt hier unsere Anerkennung. Knapp 29.300 Anträge von Berliner Unternehmen auf Novemberhilfe wurden gestellt. Am Dienstag war die Bearbeitung von 70% der Anträge abgeschlossen. Heute sind es sicherlich einige mehr. Und auch die Bearbeitung der Dezemberhilfen kommt voran. Das Warten wird also bald ein Ende haben. Zur Überbrückung hatte der Bund allerdings auch bereits vor dem Bearbeitungsstart durch die Länder Abschlagzahlungen bis zu 50.000 Euro an 90% der Antragstellenden geleistet. Die Summen, die im Zuge der November- und Dezemberhilfe sowie der Überbrückungshilfe 2 an Berliner Unternehmen bereits gezahlt wurden und noch gezahlt werden, belaufen sich zusammen auf knapp 806 Millionen Euro. Davon sind 53%, also mehr als 400 Millionen Euro, bereits ausgezahlt worden. Der Rest ist auf dem Weg. Nun fordert die FDP im Titel ihrer Aktuellen Stunde außerdem jetzt schnelle Überbrückungshilfen und unternehmensbezogene Förderungen für die Berliner Wirtschaft ermöglichen. Braucht es also noch einmal gesonderte Mittel des Landes, um die vermeintlich ausbleibenden Hilfen des Bundes zwischenzufinanzieren? Oder was wäre unter schnelle Überbrückungshilfen sonst zu verstehen, die Sie fordern? Da stellt sich erstens die Frage, was heißt schnell und was könnte schneller sein als die Abarbeitung der bereits gestellten und der zu erwartenden Anträge? Zweitens, ab wann sollen Ihre schnellen Überbrückungshilfe beantragbar sein? Jetzt sofort, ab nächster Woche? Wie soll das gehen? Wer stellt die Antragsformulare? Wer bearbeitet sie? Soll das Land Berlin dennoch einmal den ganzen Beantragungsvorgang in einer Parallelstruktur nachbilden, um die zustehenden Beträge aus den Bundeshilfen zwischenfinanzieren zu können? Merken Sie, werte FDP, eigentlich nicht, wie absurd das ist. Sie tun ja nach gerade so, als wären die Hilfen des Bundes ein Fake. Bereits 400 Millionen an Berliner Unternehmen ausgezahlten Euro sind kein Fake. Ein Antragsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro auch nicht.
Darüber hinaus engagiert sich das Land Berlin ungeachtet der Bundeshilfen, aber auch selber in erheblichem Umfang. Wie ich bereits in der Aktuellen Stunde heute vor 4 Wochen am 14. Januar zum Thema Corona-Hilfen dargelegt habe, ist es uns als SPD und der gesamten Koalition die Situation der Unternehmen und der Bevölkerung, die Sie in Ihrer Fokussierung auf die Wirtschaft natürlich mal wieder vergessen haben, bewusst. Darum haben wir 2x 500 Millionen Euro in Nachtragshaushalten zur Verfügung gestellt, riesige Summen aus Landesmitteln, um wirksame Corona-Hilfen für Berlins Bevölkerung und Wirtschaft zu leisten. Dies schließt übrigens, wie Sie es nennen, unternehmensbezogene Förderungen ein. Etwa den Kongressfonds sowie spezielle Hilfen für Unternehmen aus dem Gastronomiebereich oder der Modebranche. Start-ups können auf sie zugeschnittene Hilfen in Anspruch nehmen. Gewerbemietenzuschüsse und eine Digitalprämie werden und wurden gezahlt. Einzelne öffentliche Unternehmen wie die Messe Berlin oder die Flughafengesellschaft, die besonders von der Pandemie wirtschaftlich betroffen sind, erhalten zusätzliche Unterstützung. Und natürlich sind unsere landeseigenen Förderprogramme insgesamt auf die Berliner Wirtschaft zugeschnitten. Das heißt, sie sind unternehmensbezogen, wie Sie es fordern. Ja, und die Förderprogramme des Landes sind auch dafür da, Lücken in den Bundeshilfen zu schließen. Auch darauf habe ich bereits im Januar verwiesen. Die FDP legt hier des Weiteren den dringlichen Antrag vor, ein Stufenkonzept für Berlin zu beschließen, das schon ab nächster Woche gelten soll. Es wäre gewiss wünschenswert, den Menschen eine Perspektive geben zu wollen und damit ein gewisses Maß an Planbarkeit. Die Unwägbarkeiten, die aus dem Pandemiegeschehen entstanden sind und leider auch immer noch weiter entstehen können, sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch psychisch belastend. Das erleben wir derzeit alle. Und wir alle wünschen uns, die Zukunft möge wieder etwas vorhersehbarer sein. Kann das jedoch der Stufenplan leisten, den die FDP ausgearbeitet hat? Ich fürchte, nein. Wir haben im bisherigen Verlauf der Pandemie bereits zu oft im Brustton der Überzeugung vorgetragene Zusicherung vernommen, welche Maßnahmen aufgrund dessen, was wir über das Virus jetzt wissen, nicht noch einmal geben würde. So etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Nachhall des ersten Lockdowns über die Schließung von Einzelhandelsgeschäften. Leider hat er sich geirrt. Der Lockdown-Light im November führte diese Einschätzung ad absurdum, kostete wertvolle Zeit, Menschenleben und auch manche wirtschaftliche Existenz. Nun haben wir es mit Virusmutationen zu tun, die zuvor gültige Gewissheiten quasi aufmischen. Was eben noch als beherrschbare Inzidenz gelten konnte, trifft jetzt nicht mehr zu. Das Virus zwingt uns noch immer zum Reagieren, durchkreuzt damit das Planbare. Reagieren zu müssen bedeutet leider auch Kurzfristigkeit. Gegen diese unvorhersehbare Kurzfristigkeit von Maßnahmen zur Senkung der Neuinfektion wendet sich nun der von der FDP vorgelegte Stufenplan. Der Blick darauf offenbart zwar den Fleiß, der darin steckt. 6 Seiten lang ist die Tabelle, die sorgfältig alles auflistet, was es an Beschränkungen gibt. Dieser Stufenplan von Beschränkungen und Lockerungen soll der Bevölkerung und der Wirtschaft Planbarkeit bzw. Vorhersehbarkeit suggerieren, aber eben nicht halten. Dabei orientieren sich die möglichen Beschränkungen sowie ihre stufenweise Lockerungen am sogenannten 7-Tage-Inzidenzwert. Der ist uns ja mittlerweile durch die Medien auch vertraut. Und man könnte natürlich denken, dass dies für ein Ziel der Planbarkeit ein guter Indikator sei. Ehrlich gesagt, ich halte das für wenig praktikabel. Und zwar aus mehreren Gründen. Da wäre zunächst die Kommunikation dieses umfassenden Plans. Ein Teil der Bevölkerung mag ihn sich vielleicht sogar in die Küche oder im Flur aufhängen, um nach der Recherche der aktuellen Inzidenzwerte abzugleichen, was wann geht und was nicht. Ein anderer Teil ignoriert ihn vermutlich. Im Grunde erfährt man durch den Plan aber auch nicht viel mehr und viel früher, als was auf uns zukommen kann, als durch die Medien. Der andere Grund liegt beim Virus selbst. Mutationen waren durchaus zu erwarten, aber welcher Art sie sein werden, kann nicht genau vorhergesagt werden. Das ist ein ohnehin ansteckendes Virus, noch ansteckender sein wird, ist keine große Überraschung. Aber wie viel ansteckender und vielleicht auch noch gefährlicher es wird, zeigt sich erst, wenn es passiert ist.
Ist ein Virus ansteckender geworden, geht auch die Inzidenzwerten ihre Aussagekraft verloren. Denn sie müssen entsprechend den aktuellen R-Wert angepasst werden. Was könnte man dann aus einem Stufenkonzept, das sich an statistischen Inzidenzwerten orientiert, noch herauslesen? Mit anderen Worten, Corona ist nicht gleich Corona. Dieses gut gemeinte Stufenkonzept läuft dadurch Gefahr, bei seiner Verabschiedung schon obsolet geworden zu sein. Daher kann es die erhoffte Perspektive gar nicht bieten. Und Herr Schaja, was Sie nennen, die Änderung der Parameter, die Änderung der Spielregeln, die einseitige Kündigung von Verträgen und Ähnlichem, das ist doch wirklich ein Hohn. Wir kämpfen hier gemeinsam gegen eine Pandemie und Sie gehen hier leichtfertig damit vor, dass wir doch uns an Verträge halten sollten, die eben das Virus außer Acht lassen. Wir haben durchaus die Interessen der Unternehmen und der Beschäftigten im Fokus. Das können Sie ohne weiteres glauben. Aber wir können doch nicht das Leben von Menschen aufs Spiel setzen und die Pandemie verantwortungslos entgleiten lassen. Wir sind auf einem guten Wege, die Inzidenzen sinken. Aber hektische Öffnungsschritte, die vielleicht für nächste Woche wieder zurückgenommen werden müssen, helfen niemandem, am wenigsten den Unternehmen. Die größte Chance und damit beste Perspektive, die wir derzeit haben, ist durchimpfen und noch etwas durchhalten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Es folgt dann für die CDU-Fraktion der Abgeordnete Kreff. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, jeder, der schon einmal ein Unternehmen geführt hat, der Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, die er selbst bezahlen musste, der eine Umsatzsteuererklärung abgeben musste, der Rechnungen an Lieferanten bezahlen musste, der weiß, glaube ich, vielleicht hören Sie doch mal einen Augenblick zu bei dem ernsten Thema, der weiß, glaube ich, was in den Köpfen von Selbstständigen, von Unternehmerinnen und Unternehmern im Moment vorgeht. Wie fühlt sich eigentlich ein Textileinzelhändler, der Winter- und Sommerware inzwischen im Geschäft hängen zu hat, die bezahlen muss und selbstverständlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen muss, weil Kurzarbeit nachgelagert erstattet wird? Und wie ist die Lage, wie ist die Situation? Wir haben noch mal nachgefragt beim Haushaltsgesetz, die Auswirkungen der Pandemie auf den Wirtschaftsraum Berlin-Brandenburg, eine ganz neue Vorlage 3378, eine rote Nummer. Die Gäste- und Übernachtungszahlen in Berlin von Januar bis November sind um 62% zurückgegangen. Das Gastgewerbe, und da fehlt der Dezember, der ja ein starker Monat ist, 38,6%. Und eine Zahl, die wir, glaube ich, auch nicht aus dem Auge verlieren dürfen, im Dezember gab es 52.200 mehr arbeitslose Männer und Frauen in Berlin als im Vergleich zum Vorjahr Ende 2019. Meine Damen und Herren, diese Zahlen machen deutlich, in welcher dramatischen Situation die Berliner Wirtschaft steht. Aber gerade weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass wir keinen Jojo-Effekt wollen und dass wir nicht wieder in 4 oder in 8 Wochen darüber sprechen wollen, dass wir möglicherweise wieder schließen müssen, unterstützt die CDU-Fraktion den Senat und den regierenden Bürgermeister bei der Strategie, jetzt noch einmal die Mutationen und die Ausbreitung, die weitere stärkere Ausbreitung zu verhindern, meine Damen und Herren. Wir haben als CDU-Fraktion auch dem Nachtragshaushalt zugestimmt, aber mit klarer Erwartung, mit klaren Erwartungen, dass Verwaltung und Unternehmen, beide Seiten, jetzt gestärkt werden. Wir werden heute noch mal ein 10-Punkte-Programm vorlegen, von dem wir erwarten, dass diese Punkte auch aufgegriffen werden. Davon werden wir auch die zukünftige Zustimmung abhängig machen, in 3 Säulen. Die erste Säule ist eine zuverlässige, funktionierende, verlässliche Rahmenbedingung, nämlich eine funktionierende Verwaltung. Ich möchte da einige Punkte ansprechen. Einige sind schon angesprochen worden, beispielsweise das Thema Gesundheitsämter. Wir erwarten, dass jetzt kurzfristig alle bezirklichen Gesundheitsämter so ausgestattet sind, dass sie einer Inzidenz auch bis 50 nachgehen können. Es ist doch wirklich ein Witz, dass in einer Metropolenstadt wie Berlin es nicht möglich ist, bei 50 Ansteckungen nachverfolgen zu können. Das geht nicht, und wir erwarten, dass das schnellstmöglich abgestellt wird, meine Damen und Herren.
Wir erwarten ebenso, dass eine Taskforce beim regierenden Bürgermeister eingerichtet wird, indem wir die 20 wichtigsten Prozesse für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen innerhalb von Wochen, nicht Monaten, innerhalb von Wochen vollständig digital zugänglich machen. Wir möchten, dass jeder die meisten Dienstleistungen, auf die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen angewiesen sind, digital vollständig abbildbar sind und diese Dienstleistungen übers Internet gegeben werden können, meine Damen und Herren. Ich darf dazu aus dem Tagesspiegel von dieser Woche zitieren. Ich finde, man hätte es kaum treffender sagen können. Digitalisierung kommt kaum voran. Auch hier gilt es nicht zu vergessen. Ältere haben oft kein Internet. Schickt man ihnen einen Link zum Impftermin oder einen QR-Code, den sie scannen sollen, dann sind jene Älteren ohne Kinder oder Enkel geliefert. Rufen Sie dann bei einer Behörde an, geht niemand ans Telefon. Kein Zustand. Verwaltung muss für alle da sein. Sie muss Ergebnisse produzieren, meine Damen und Herren. Die zweite Säule, die für uns wichtig ist, sind das Thema konkrete Unternehmenshilfen, das, was Berlin leisten kann. Und ich will das an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Das, was der Bund dort macht und wie er es abliefert, ist für uns inakzeptabel. Inakzeptabel. Aber auf der anderen Seite kann Berlin einiges tun. Die erste und die wichtigste Forderung für uns sind zinslose Schnellkredite des Landes Berlin, wie es andere Bundesländer machen werden, damit bis zur Auszahlung von Überbrückungshilfen Unternehmen liquide sind und Liquidität haben. Das ist etwas, was Berlin machen kann. Und das erwarten wir von den über 6 Milliarden Euro. Herr Kollege Schröter sagt es ja auch bei jeder Gelegenheit im Wirtschaftsausschuss, die das Parlament dem Senat auf den Weg gegeben haben. Zweitens. Wir wollen beispielsweise eine institutionelle Kulturförderung für diejenigen Einrichtungen, die bisher überhaupt keine Unterstützung bekommen haben. Und davon gibt es viele, auch viele kleine Theater- und Kultureinrichtungen, Eventeinrichtungen. Dafür wollen wir mindestens 60 Millionen Euro in die Hand nehmen. Und wir erwarten, dass die Vorschläge der DEHOGA und des Berliner Unternehmers Michael Zeden endlich im Senat ernst genommen und umgesetzt werden und ein Kreditprogramm für Hotels und Gaststätten in dieser Stadt eingerichtet wird, das im Übrigen, wenn man es richtig rechnet, diesen Senat und diese Stadt nichts kostet, dass das endlich umgesetzt wird. Und zwar heute und nicht in Monaten, meine Damen und Herren. Und die dritte Säule sind für uns langfristige Themen, wie sich Berlin verändert wird. Und die haben wir hier nur andiskutiert. Und ich sehe es auch im Senat nur, dass sie andiskutiert worden sind. Beispielsweise, wie sehen unsere Zentren und Kieze aus? Nach dieser natürlich einschneidenden Dingen in den, insbesondere im Einzelhandel, aber nicht nur da, auch in der Gastronomie. Deswegen werden wir einen Antrag einbringen in dieses Parlament, dass sich der Stadtentwicklungssenator mit jedem Zentrum, mit jedem größeren übergeordneten Zentrum beschäftigt, die Eigentümer an den Tisch holt, die Einzelhändler an den Tisch holt und mit ihnen darüber spricht, was können wir als Land Berlin tun, wie können wir ein Stadtumbauprogramm Zentren und Kieze fit zu machen, für die Zukunft gestalten und neue Angebote schaffen, meine Damen und Herren. Und ein Thema, wo ich mir auch wesentlich mehr Leidenschaft wünschen würde. Und deswegen beim Thema Messe Berlin. Wir erwarten, dass jetzt bei der Wirtschaftssenatorin ein externes Gremium eingerichtet wird, das sich mit der Entwicklung von Messen und Kongressen in den kommenden Jahren beschäftigt. Dass wir uns möglicherweise auch bei Unternehmen beteiligen, die das können, die hybride Formate nach Berlin bringen. Dass wir der Platz in Europa, vielleicht sogar weltweit werden, der da führend ist. Aber es ist nicht damit getan, einen Geschäftsführer über den Jordan gehen zu lassen und dann zu sagen, es wird alles gut. Nein, von alleine wird es nicht gut. Man muss da mehr Leidenschaft an den Tag legen und Messekonzepte der Zukunft entwickeln. Das erwarten wir vom Senat. Meine Damen und Herren, und wir wollen, dass Visit Berlin ein Programm erarbeitet, wie wir in 2021, jetzt umgehend, dass wir 20 Millionen Euro an Visit Berlin geben, wie wir in 2021 kleinere und mittlere Kongresse, auch hybride Formate beispielsweise nach Berlin bekommen. Weil es so unendlich wichtig ist für Hotels, ja auch für den Einzelhandel, für gastronomische Einrichtungen und für viele andere, dass auch in 2021 das, was vielleicht stattfinden kann im Sommer, stattfindet. Mit Unterstützung, so wie es übrigens andere Bundesländer auch tun, meine Damen und Herren. Zum Schluss, ja, es werden noch einmal harte Wochen. Aber, meine Damen und Herren, es werden keine harten Wochen für Politikerinnen und Politiker und im Übrigen auch nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Es werden harte Wochen,
Weil wir, und ich glaube, es ist ein Riesenprivileg, was wir haben, weil wir unser am Ende des Monats das Geld auf dem Konto haben und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Aber Unternehmerinnen und Unternehmer, Solo-Selbstständige, übrigens auch Arbeitnehmer, die im Moment in Kurzarbeit sind und denen jeder zusätzliche Euro fehlt und die nicht wissen, ob sie in 6 Monaten noch einen Job haben, noch einen Arbeitsplatz haben, die haben harte Wochen und Monate vor sich. Und die Aufgabe von Politik und die Aufgabe von uns allen ist es jetzt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit erstens Hilfen ausgezahlt werden und damit zweitens Verwaltung reibungslos funktioniert. Das können Unternehmerinnen und Unternehmer und übrigens auch alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt von der Politik erwarten. Daran werden wir uns beteiligen, dass es eine funktionierende Stadt gibt. Und da werden wir natürlich auch weiter kritisch sein. Das ist zuallererst die Aufgabe der Exekutive, der Gewählten, dieses Senats. Und das erwarten wir von Ihnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die Fraktion Die Linke hat nunmehr Herr Abgeordneter Gindra das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP hat zum Thema eingeladen. Es mag als Nebensächlichkeit erscheinen, wenn man die Themenwahl und den dahinterliegenden Analogien nachgeht, also nach Godot. Was mag sich die FDP oder ihr Gagschreiber bei dem Bezug auf ein Theaterstück gedacht haben? Godot soll für Hilfsgelder stehen, die nie ankommen. Schon da hört die Analogie auf. Im Theaterstück kommt Godot nie an. Ganz anders bei den Hilfsgeldern, die zwar ärgerlicherweise stark verzögert ankommen, aber ausgezahlte über 280 Millionen Euro in Berlin kann man kaum als Phantom bezeichnen. Weiter zu den Theaterstücken. Es gilt als absurdes Theater. Darin scheint die FDP also ihre Rolle zu suchen. Im Theaterstück unterhalten Besucher wie die FDP hier vom Rande die Wartenden. Der Landbesitzer Pozzo gesellt sich mit seinem Dienersklaven Lucky vorübergehend dazu. Pozzo ist ein reicher Tyrann, der sich Lucky als Lastenträger und als Intellektuellen für die allerletzten Wahrheiten als modernen Hofnarren hält. Sind Sie jetzt mehr Pozzo oder Lucky mit den letzten Wahrheiten, liebe FDP? So viel zur Kultur. Wenn die FDP zur Auszahlung der November- und Dezemberhilfe beantragt, sind rund 500 Millionen Euro, eine 5 mit 8 Nullen. Von absurden Theaterrede drängt sich die Frage auf, wer führt Regie? Die FDP ist mit den Regisseuren nicht zufrieden, da kann ich für Die Linke beipflichten. Die Regie führt eindeutig die Bundesregierung, die dem Land Berlin beauftragten Investitionsbank Berlin die Vorgaben geben. Die Kontrolle über die Beantragung und Daten hat die Bundesregierung Dienstleistern übergeben. Die IBB, die verzögert Daten übermittelt bekam, genaue Prüfvorgaben hat und im Prozess auch mit Änderungen zu tun hatte, überschlägt sich, um rund 50.000 Anträge abzuarbeiten. Über 90% der Antragstellenden haben zumindest Abschlagszahlungen erhalten. Hilfen von über 280 Millionen sind ausgezahlt. Rund 70% der Anträge sind abgeschlossen. Dabei ist die Bearbeitungsquote der Direktanträge Solo-Selbstständige höher als die Anträge über Steuerberater Unternehmen, die mit höheren Einzelbeträgen umfangreichere Prüfvorgaben haben. Das Land Berlin ist im Ländervergleich in der Spitzengruppe mit den Auszahlungen. Trotzdem kann es aufgrund der Vorgaben des Bundes nicht befriedigen, dass die Bearbeitung erst Mitte März abgeschlossen sein wird. Übrig sind jetzt wohl schwierigere Fälle und höhere Beträge. Es ist auch klar, dass Unternehmen durch das Raster fallen, weil sie Bedingungen nicht erfüllen, zum Beispiel die Friseure, die Mitte Dezember schließen mussten. Die Bedingungen sind aber vom Bund gemacht.
Berlin kann in begrenzten Maßen nochmal an Lücken ansetzen, und das erwarte ich auch. Das haben wir auch vorher gemacht mit verschiedenen Sonderprogrammen zu bestimmten Zeiten, zu Gewerbemieten, Mode, Schankwirtschaft, Start-ups und Digitalprämie. Ich gehe davon aus, dass das auch weiterhin im begrenzten Umfang möglich und nötig ist. Man muss sich ja auch mal überlegen, dass die FDP, die sonst gerne über marktwirtschaftliche Instrumente redet, die gerne einen schlanken Staat hat, der über wenig Finanzen verfügt, die die Verteidigung der Schuldenbremse als oberstes mitverfolgt hat, dass die jetzt am lautesten ruft nach mehr Steuergeld. Es ist eine erstaunliche Entwicklung. Berlin kann in begrenztem Maß nochmal an Lücken ansetzen. Das haben wir vorher auch schon gemacht. Alle Überlegungen, dass Berlin irgendwelche geartete Vorauszahlungen leisten könnten, gehen daran vorbei, dass die Anträge über die Plattform des Bundes laufen und die IBB von dort die Daten übermittelt bekommt. Mein Kollege Jahnke ist da schon darauf eingegangen, dass die IBB auch auffordert, in der Öffentlichkeit nicht diesen Anträgen hinterher zu telefonieren oder mit Mails zu versuchen, Auskünfte zu bekommen, weil sie einfach die Kapazitäten dafür nicht hat und besser in die Bearbeitung stecken will. Zusätzlich zur November-Dezember-Hilfe hat für 2021 nun die Überbrückungshilfe 3 gestartet, mit Abschlagszahlungen über den Bund von bis zu 100.000 Euro pro Monat. Nächste Woche soll die Neustarthilfe beginnen, Zuschüsse für Solo-Selbstständige, selbstständige Angehörige der freien Berufe im Haupterwerb. Zuschüsse in Höhe von 50% der Umsätze im Referenzzeitraum 2009, maximal bis 7.500 Euro. Ich hoffe, dass die Umsetzung besser gelingt als der erste Teil, also die November- und Dezemberhilfen. Bei allem Ringen um zielgenaue Hilfen, Zukunftserwartungen hängen auch nicht nur von Hilfen ab. Wer nach Überbrückungszeiten keine grundsätzlich guten Absatzerwartungen, muss ich der FDP wahrscheinlich nicht erzählen, mehr gesehen werden. Betriebe haben ihre Reserven aufgebraucht, die Verschuldung hat zugenommen. Hoffnungen keimen dann nur, wenn man die Erwartung hat, dass sich nach Überwindung der Pandemie Umsätze und Erlöse schnell erholen. Das können manche im Handel und Gastgewerbe nicht mehr erkennen und ziehen die Reißleine. Auch verschiedene größere Handelsketten kündigen bundesweit Filialschließungen und Personalabbau an. Das wird Schneisen in bestehende Strukturen, Geschäftsstraßen und Malls in Berlin schlagen. Und oft ist das nicht mehr die Frage von zusätzlichen Hilfen, weil es von den Erwartungen mittelfristiger Marktentwicklungen abhängt. Andere Geschäfte, kleine Unternehmen aus Handel und Gastgewerbe machen still und leise das Licht aus. Es wird auf kluge Konzepte und Förderungen ankommen, Veränderungen zu gestalten und auch neue Freiräume wieder mit gemischten Nutzungen, die Areale zu beleben. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat in diese Richtung gerade in einem Bundeswettbewerb Post-Corona-Stadt gewonnen. Und als Bemerkung zum Herrn Gräf, wenn Sie jetzt die große Konferenzen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erwarten, möchte ich doch mal anmerken, dass da die Bezirke gerne auch noch ein Wort mitreden, die ihre Zentrenkonzepte ja auch ausbauen. Wir müssen uns auf eine geänderte Wirtschaftsstruktur Berlins einstellen. Verschiedenes sortiert sich neu. Dieses differenzierte Bild haben für mich auch die Konjunkturerhebung der IHK Berlin und die Bilanz 2020 von Berlin Partner gezeigt, die in den letzten Wochen vorgestellt wurden. Die Frühjahrsumfrage der IHK zeigte ein gemischtes Bild in unterschiedlich betroffenen Branchen und je nach Betriebsgröße. Betriebe unter 50 Beschäftigten gehen durch die Bank pessimistischer in die Zukunft. Die Pandemie und anschließende nur langsame Erholung in allen Bereichen, die mit menschlichen Zusammenkünften zu tun haben, Tourismus, Kongresse, Großevents, Gastgewerbe und davon abhängigen Handelsanteil, wird noch größere Anpassungen, auch Insolvenzen nach sich ziehen. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wild fraktionslos zulassen? Nein, danke. Nein. Keine Zwischenfragen. Haben die anderen Kollegen ja auch irgendwie nicht gemacht. Sie sagen es, Herr Hansel, Ihre Sternstunden sind ja auch bekannt.
Für die Linke ist wichtig, wir werden ein Arbeitsmarktproblem haben. Die Statistiken der Arbeitsagentur zeigen schon, dass es viele in unteren Einkommensbereichen, teilweise prekär Beschäftigte und vor allem Frauen, gleich am Anfang betroffen hat und weiter stark betreffen wird. Leider ist das auch nicht eins zu eins ausgleichbar mit durchaus auch positiven Impulsen, die zum Beispiel die Berlin-Partner festgestellt hat im letzten Jahr und ja auch noch damals jedenfalls eine Stabilität bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Da möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass eine gute soziale und Wirtschaftshilfe die Erhöhung von Ansprüchen aus Kurzarbeitergeld, Sonderzahlung zu Transferleistungen in dieser Pandemie besonders belastete Menschengruppen erreichen muss und zu 100% wieder als Kaufkraft angelegt wird. Zu dem Stufenplan der FDP kurz, hat der Herr Jahnke ja von der SPD auch schon was kurz gesagt. Wir hatten im Herbst die 50-Inzidenz als oberste Interventionsstufe gehabt, wo dringendste Maßnahmen notwendig sind. Da muss ich auch noch mal an Herrn Gräf sagen, Sie sagen, 50 Neuinfektionen müssten doch vom Gesundheitsamt verfolgbar sein. Da haben Sie nicht genau gerechnet. Eine 50er-Indizienz ist 50 pro 100.000. Wenn man jetzt also ausgeht von 300.000 in einem Bezirk, sind das dann immerhin 150 über 7 Tage. Und da werden wesentlich mehr Kontakte sozusagen abgewickelt. Insofern ist dieses Stufenmodell, das sozusagen mit 50 überhaupt erst ansetzt und ja auch ignoriert, dass wir schon mit der Ampel ganz andere Interventionsstufen hier in Berlin eingezogen hatten, ist eigentlich nicht diskussionswürdig. Insbesondere, wenn man zusätzliche Gefahren und schnelle Entwicklungen sieht mit den neuen Mutanten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir werden ja die Anträge weiter verfolgen, auch im Wirtschaftsausschuss. So, es folgt jetzt der Abgeordnete Hansel, bitte schön. Herr Präsident, liebe Berliner, ich dachte schon, Sie wollten uns langweilen. Nicht Herr Gindra, sondern Herr Chaya. Als ich den Titel der von Ihnen beantragten Aktuelle Stunde las, dachte ich, es kann nicht wahr sein, schon wieder das Gleiche. Sie wollen wieder reden, ob und dass die Novemberhilfen zu spät kommen, dass die Dezember- oder Überbrückungshilfen jetzt schneller kommen sollen. Sie wollten einmal mehr, Herr Chaya, über eigentlich Selbstverständliches reden. Aber Sie haben ja da gerade noch mal ein bisschen die Kurve bekommen und einen dringlichen Antrag eingebracht. Mit einem Stufenplan im Rahmen eines Antrags, den Sie hier von Ihrer Bundestagsfraktion vorgestern gerade noch abschreiben und in aller Not hier einreichen konnten. Damit wollten Sie Welle machen. Ich darf mal an meine letzte Rede hierzu erinnern und zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, wie die Kollegen der FDP dem hinterherrennen, was wir längst angemahnt und gefordert hatten. Ich zitiere: Darum ist jetzt wichtig, den Einstieg in den Ausstieg zu denken, zu konzipieren und schrittweise umzusetzen. Warum? Weil die Menschen, die dem wirtschaftlichen oder uns sozialen Tod ins Auge sehen und die bisher große Opfer gebracht haben, jetzt ein Licht am Ende des Tunnels sehen müssen. Denn keinem ist geholfen, wenn die Suizidrate steigt und die Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes in Depressionen verfällt oder zerfällt. Und das passiert, wenn die Hoffnung stirbt. Es geht um eine stufenweise Öffnung. Es muss darum gehen, den Weg zurück zur Normalität aufzuweisen, darum den Aufschwung 21/22 einzuleiten. Unsere Forderung, Herr Chaya. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an unsere erste Corona-Debatte in diesem Hause am 3. April 2020 nach Ausrufen des ersten Lockdowns und zitiere gern noch einmal.
Der Shutdown, wenn er länger dauert, wird zwar nicht zum physischen, aber in vielen Fällen zum wirtschaftlichen Tod von Selbstständigen und Kleinunternehmen führen, die versucht haben, in Berlin ihre Existenz zu sichern und aufzubauen. Die finanziellen Hilfen können vielleicht helfen, aber nicht retten. Im Ergebnis, keine Wirtschafts- und Finanzhilfe kann so viel helfen, sprich wirken, wie die möglichst baldige Wiederaufnahme des Regelbetriebs. Was wir heute wissen, das ist genau der Fall. Die Insolvenzwelle und die entsprechenden Nachbelastungen auf dem Arbeitsmarkt kommen. Die Warnhinweise von DEHOGA und IHK kennen Sie alle. Ihr Stufenplan wird hier genauso abgelehnt werden, Herr Czaja, wie unser differenzierter Antrag vom 30. Oktober hierzu, der allerdings schon damals etwas mutiger war als Ihrer heute. Darum müssen wir hier zum Grundsätzlichen sprechen und nicht über Bürokratie versagen. Die offizielle Stufenplanentwicklung erfolgt weiter ausschließlich ausgerichtet auf die vermeintlichen, oftmals in ihrer großen Masse aber gar nicht eintretenden gesundheitlichen Schäden durch SARS-CoV-2. Es liegt aber in der Verantwortung wirklich verantwortungsvoller Politiker, Regierender Bürgermeister, eine durchhaltbare Bekämpfungsstrategie im Kompromiss zwischen den gesundheitlichen Auswirkungen, den Kollateralschäden für die Gesellschaft und den Einzelnen durch die verordneten Maßnahmen, die wirtschaftlichen Effekte und freiheitlichen Einschränkungen zu finden. Angesichts der immensen Kosten der Pandemiebekämpfung im Vergleich zu anderen Gesundheitsproblemen müssen die Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Bekämpfungsmaßnahmen gestellt, aber dann noch irgendwann mal beantwortet werden. Das scheint übrigens in Italien besser zu klappen als bei uns, denn da wurde die Gastronomie trotz teils höherer Inzidenzen als bei uns geöffnet. Und jetzt komme ich zurück auf unsere Debatte hier vom April letzten Jahres, mitten im ersten Lockdown. Und ich rufe erneut, zitierend, Herr Präsident, in Erinnerung. Für die allermeisten Menschen verläuft die Infektion doch völlig harmlos. Schwere Verläufe bei vorher völlig Gesunden kommen vereinzelt vor, ja, sind aber äußerst selten. Und wenn es zutrifft, und das zeichnet sich doch ab, dass letztlich besondere Risikogruppen, die schwerwiegende gesundheitliche Vorbelastung und ein hohes Lebensalter aufweisen, ein erhebliches Lebensrisiko haben, dann heißt Schutz des Lebens im Zeichen von Corona konkreter, zielgerichteter Schutz dieser spezifischen Risikogruppen und eben nicht der gesamten Bevölkerung. Der Lockdown mit seinen die Freiheitsrechte einschränkenden Maßnahmen bis hin zu de facto Berufsverboten ist unverhältnismäßig, wenn es um konkrete identifizierbare Risikogruppen geht, die geschützt werden können und müssen. Und was haben Sie denn im Sommer dazu gemacht, um genau diese Risikogruppen besser zu schützen? Nichts. Aber dann aus lauter Verzweiflung und Getriebensein der eigenen Panikmache den zweiten Lockdown ausgerufen. Und wo stehen wir heute? Genau wieder da, wo wir etwas nicht wissen, hat die Kanzlerin gestern zugegeben. Wir wissen nicht, wie sich die Mutation entwickelt. Corona ist durch. Jetzt ist es der Mutant. Darum sagen wir von der AfD, nicht wirklich wissen kann doch nun wirklich nicht heißen, wissentlich Schaden verursachen. Und der Schaden, den Sie hier anrichten, wird täglich größer. Denn das sehen wir jetzt. Trotz sinkender Inzidenzen geben Sie keine Entwarnung. Im Gegenteil, jetzt heißt es wieder 3 Wochen länger. Warum? Wegen der Mutation. Wir stehen also genau wieder da, wo wir letztes Jahr nach dem ersten Lockdown standen. Es geht jetzt ganz konkret wieder darum, unsere Wirtschaft wieder aufzustellen und den dreifachen Elend von Massenarbeitslosigkeit, sinkenden Einkommen und einer massiv steigenden Staatsverschuldung entgegenzuwirken. Darum sagten und sagen wir klipp und klar, die Beibehaltung Ihrer Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich Gastronomie und Hotellerie, aber auch in Sachen Sport und Fitness, die in Ihren Überlegungen bisher noch gar nicht vorkommen und völlig ohne Öffnungsperspektive bleiben, sind unverhältnismäßig und müssen beendet werden. Herr Regierender Bürgermeister, haben Sie da schon mal was von gehört? Governments by fear, regieren durch Angst. Damit ist nicht die irrationale Angst der angeblichen Corona-Leugner gemeint, sondern die rationale Angst, die Wissenschaftler produzieren und die Politiker zur Legitimation ihrer Macht nutzen. Das ist übrigens von Merkel. Nein, nicht Angela, sondern Wolfgang, vom Demokratieforscher Professor Dr. Wolfgang Merkel. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, aus einem sehr aufschlussreichen Interview in der Zeit. Die Epidemiologie arbeitet mit Hochrechnungen über den Pandemieverlauf, die sie in verschiedenen Szenarien von harmlos bis besonders schlimm einteilt. Die Politik wiederum orientiert sich dann vor allem an den Worst Cases, weil sie diese ja unbedingt verhindern muss, der humanitären Sache wegen und um nicht abgewählt zu werden. Deshalb ist den Regierungen auch nicht der Virologe Hendrik Streeck, der eher für moderate Eingriffe ist, die wissenschaftliche Referenz, sondern der pessimistischere Christian Drosten.
Mit dessen Sichtweise lassen sich harte Eingriffe viel besser begründen. Aus dieser Spirale ergibt sich eine Übervorsicht, eine Tendenz, die Freiheit lieber einmal mehr einzuschränken. Erkennen Sie sich da wieder, Herr Bürgermeister? Wenn Merkel, jetzt wieder Angela, den maximalen Ernstfall der Exponentialkurve der Infektiosität des Mutanten an die apokalyptische Wand malt, deswegen ja die, wie Italien zeigt, eigentlich machbare Öffnung ausgesetzt wird, verpassen Sie die Chance auf eine ausgewogene Corona-Politik rationaler Abwägung. Merkel, jetzt wieder Wolfgang Merkel, spricht am Ende des Interviews von der Gefahr, dass wir, und ich zitiere noch einmal, in den komplexen Krisen des 21. Jahrhunderts das demokratische Zeitalter verlassen und Politik nicht mehr nach dem Modus der Repräsentation machen, sondern nach dem der Wahrheit. Und die Wahrheitslieferanten sind die Wissenschaftler. Science has told us, sagen die Klimaaktivisten. Als gäbe es nur eine wissenschaftliche Wahrheit. Die Wissenschaft wächst hier eine Rolle zu, die undemokratisch ist. Denn wenn es nur noch darum geht, bestimmte wissenschaftlich definierte Ziele zu erreichen, sind die Verfahren und die Institutionen der Politik nur noch Mittel zum Zweck. Dabei sind vor allem Sie es, die die Demokratie ausmachen. Das wäre das Ende der liberalen Demokratie, wie wir sie kennen und schützen. Ich sage hier, wir im emphatischen Sinne, wir als Alternative für Deutschland. Denn wir sind heute als AfD offenbar allein auf weiter Flur diejenigen, die die liberale parlamentarische Demokratie leben, weil wir sie als echte Opposition beleben und damit vor einer Art neu bevormundenden Autoritarismus gleichgeschalteter vermeintlicher Wahrheiten schützen, in denen die linke Seite des Hauses leider mit Teilen von CDU und FDP im Gepäck gerade dabei ist zu schlittern. Der eine oder andere vielleicht unbewusst, einige aber bewusst und mit voller Absicht. Lassen Sie mich mit dem Satz von Samuel Beckett enden, über den länger nachzudenken sich lohnen würde, denn er relativiert ein wenig den fast in die Totale gehenden vermessenen Geltungsanspruch der Politik, ihrer Politik. Du befindest dich auf der Erde, dafür gibt es keine Heilung. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen folgt nunmehr Frau Kollegin Ludwig. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident. Wladimir und Estragon, die beiden auf Godot wartenden Protagonisten ihrer aktuellen Stunde, reden ständig aneinander vorbei. Sie vertreiben sich die Zeit mit sinnlosen Dialogen und Spielereien. Das erinnert mich ein wenig an die Debatten hier mit Ihnen, liebe Kollegen der FDP-Fraktion, Komödie und Tragödie in einem. Ihr Anliegen in der Aktuellen Stunde zeigt deutlich, Sie können zwar große Autoren zitieren, nur gelernt scheinen Sie nicht von ihnen zu haben. Und wie Wladimir und Estragon am Ende nicht mehr wissen, welcher Wochentag gerade ist, haben Sie vergessen, was auf der politischen Agenda steht und wer der Adressat ist. Aber zuhören macht schlau. Also bitteschön. Ich komme erstmal konkret zu Ihrem wiederholt geäußerten Wunsch, Überbrückungshilfen auszuzahlen. Doch verraten Sie mir doch mal endlich, wie soll das gehen? Dazu habe ich auch heute in Ihrem Beitrag nichts gehört, auch am Montag nicht im Wirtschaftsausschuss. November- und Dezemberhilfe laufen über ein Antragsverfahren des Bundes. Das Land Berlin, die IBB, hatte bis vor wenigen Wochen gar keinen Zugriff auf die beim Bund vorliegenden Anträge, nicht auf die Adressen, nicht auf die Namen der Berliner Unternehmen. Daher, an wen bitte schön soll denn diese Überbrückungshilfe ausgezahlt werden und wie viel?
Soll gar irgendwie eine Parallelstruktur aufgebaut werden mit zusätzlicher Antragstellung, Software, Menschen, die das machen, zusätzlicher Antragprüfung? Wann soll das denn fertig sein? Heute, ja, wenn Sie heute danach fragen. Und was soll das am Ende bringen? Der Kosten-Nutzen-Effekt wäre doch gleich null oder wahrscheinlich sogar deutlich unter null. Und das wäre fatal, auch für unseren Haushalt, sehr geehrter Herr Chaya. Dass alle am Rande der Geduld sind, Unternehmen, Vermieter, Banken, wir alle, das ist ja keine Frage, das wissen Sie. Und dass man das alles schon Wochen früher hätte haben müssen, da sind wir uns doch auch einig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber bitte reichen Sie Ihre Beschwerde bei Herrn Altmaier ein. Parallelstrukturen aufzubauen, die gezwungenermaßen zu Lasten anderer Programme gehen würden, kann nicht die Alternative sein. Seit der Bund die Technik und damit endlich auch den Zugriff auf die Daten ermöglicht hat, konzentriert sich die IBB auf die Auszahlung. Und das ist das einzig Richtige, meine Damen und Herren. Die IBB arbeitet seit der Freigabe des Systems durch den Bund wie gewohnt mit Hochdruck. Und von den rund 30.000 Anträgen der Novemberhilfe sind innerhalb von 3 Wochen bereits über 20.000 bearbeitet worden. Über die Hälfte der Antragssumme kam zur Auszahlung und auch die Dezemberhilfen werden parallel bearbeitet und ausgezahlt. Rund 300 Millionen Euro November- und Dezemberhilfen sind bereits an die Berliner Unternehmen gegangen. Ich finde, das ist wieder eine sehr große Leistung unserer IBB, ihrer Mitarbeiterinnen und auch der ca. 75 externen Helfer, die da mit an Bord sind, um täglich zügige Auszahlungen zu ermöglichen. Man kann es hier nicht oft genug sagen. Vielen Dank Ihnen bei der IBB auch heute wieder an dieser Stelle. Dennoch. Die Lage für viele Unternehmen bleibt natürlich mehr als ernst. Sie haben es hier schon beschrieben. Und auch für die Pandemie gibt es noch lange keine Entwarnung. Die Gefahr durch die Verbreitung des Coronavirus ist ja heute nicht wirklich geringer als vor einem Jahr. Vielleicht muss man sich daran immer mal wieder erinnern, bevor man sich über die gestern Abend beschlossene Verlängerung des Lockdowns und die Korrektur der Inzidenzschwelle zu schnell echauffiert. Auch wenn die Infektionszahlen sinken, 2 von 3 Corona-Ampeln nicht mehr auf Rot stehen und der Inzidenzwert langsam aber stetig sinkt, diese Pandemie hat mehr als einen Brandherd und manch einer davon versteckt sich heute noch als explosive Mutation unter der Schneedecke. Wer jetzt also vorschnell Lockerungen vollzieht, riskiert ein unkontrollierbares Aufflammen, einen erneuten starken Anstieg und den nächsten Lockdown. Und was die Unternehmen ganz sicher überhaupt gar nicht brauchen, ist ein Stop and Go von Lockdown zu Lockdown. Ich denke, da sind wir uns einig. Was die Unternehmen brauchen, sind passgenaue Wirtschaftshilfen, damit die vielen Berliner Selbstständigen, die Unternehmerinnen und deren Angestellte nicht nur gesund, sondern auch in ihrer Existenz gesichert durch die Pandemie kommen. Und genau das machen wir ja als Koalition, sehr verehrte Damen und Herren. Und genau das macht unsere Wirtschaftssenatorin. Das ist mehr als rein wirtschaftspolitisches Handeln. Das ist das Gebot der Stunde, der Menschlichkeit und Fairness. In Richtung Bundesregierung hat das stete Bohren vereinzelt auch zum Erfolg geführt, auch wenn es lange gedauert hat. Aber inzwischen gibt es ja etwas Unterstützung für Solo-Selbstständige. Danke besonders unserer Frau Senatorin Popp, dass Sie hier nicht nachgelassen haben und auch eine deutliche Erhöhung der sogenannten Neustarthilfe für die Solo-Selbstständigen auf 7.500 Euro immerhin erreicht haben. Das ist gelebte, das ist dringend notwendige Solidarität. Ich will jetzt nicht wie im Januar wieder im Detail ausführen, welche Hilfsprogramme Berlin ergänzend zu den Bundesprogrammen auf den Weg gebracht hat. Das hatten wir alle schon, die Schankhilfe, Liquiditätsfonds für die Mode, Gewerbemietenzuschuss und so weiter. Das können Sie alles nachlesen. Wo nötig und womöglich haben wir die Lücken geschlossen und das werden wir auch weiterhin tun. Seit gestern Nachmittag ist nun auch die Beantragung der Überbrückungshilfe 3 für die seit Januar auflaufenden Fixkosten möglich. Dank des Drängens unserer Senatorin wurden hier, wie beschrieben, wichtige Anpassungen vorgenommen. Aber dennoch, wir sehen jetzt, es bleiben
auch wieder Lücken. Nach wie vor bleiben Solo-Selbstständige trotz der 7.500 Euro Neustarthilfe nur unterdurchschnittlich berücksichtigt. Hier braucht es für die Zeit der Pandemie eine Art, wie soll ich sagen, ja, solidarisches Grundeinkommen, also einen Mindestbetrag der Neustarthilfe, unabhängig vom 2019er Umsatz, so eine Art Sockelbetrag, auf den sich die Solo-Selbstständigen hier in Berlin verlassen können. Vor einem echten Unternehmerinnenlohn scheut sich die Bundesregierung ja auch nach wie vor. Dabei ist die Lage fatal bei den Kleinunternehmerinnen, beim Fitnessstudio wie auch bei der Veranstaltungsagentur. Wir müssen hier nachsteuern und einen Unternehmerinnenlohn einführen für die kleinen Unternehmen. Und damit der Senat diese Lücken in den Bundeshilfen schließen kann, hat die Koalition ja bereits im Dezember vorgesorgt mit dem Nachtragshaushalt. Und wir werden sehen, oder wir sehen es jetzt natürlich, das war richtig und wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und natürlich müssen wir jetzt auch weiterschauen als bis zum nächsten Morgengrauen, denn wir alle möchten ja nicht in dem Stillstand das Ganzen hier verharren. Die Unternehmen, die über den Tag hinausdenken, möchten wir unterstützen, sich zum Beispiel an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, neue Geschäftsfelder und Kundengruppen zu erschließen, ihre Wertschöpfung zu erhöhen und letztlich natürlich auch für neue, nachhaltige Arbeitsplätze in Berlin zu sorgen. Mit der Digitalprämie haben wir bereits ein Instrument, insbesondere für die kleinen Unternehmen, aufgelegt, dass sie bei der spätestens durch die Pandemie sichtbar gewordenen notwendigen Digitalisierung unterstützt. Das erfolgreiche Programm wurde erst kürzlich aufgestockt. Gut so. Für die durch die Pandemie besonders betroffenen Branchen benötigen wir aber auch ein eigenes Investitionsprogramm, das ergänzend zu GAW den Branchen zur Verfügung steht, die nämlich bei der GAW außen vor sind, wie Tourismus, Gastronomie und Handel, wird ja hier ständig erwähnt, zu Recht. Damit diese Unternehmen die Pandemie nicht nur irgendwie überleben, ich sage es mal so als Zombie-Unternehmen, wie man das so kennt, sondern dass sie sich gestärkt und nachhaltig für die Zukunft aufstellen können. Mit einem Berlin-Invest-Programm werden wir langfristig Arbeitsplätze sichern und die Attraktivität Berlins in seiner Vielfalt. Neben allen Wirtschaftshilfen müssen wir aber auch einen Weg finden, mit der Corona-Pandemie umzugehen. Wie ich anfangs beschrieb, wir werden noch weitere Brandherde löschen müssen. Aber vielleicht gelingt es künftig besser, sie zu identifizieren und einzugrenzen. Schnelltests sind dafür wesentlich, auf dessen Einsatz unsere Fraktion maßgeblich gedrängt hat. Und ich habe mich sehr gefreut, dass damit jetzt die Schulen und Kitas ausgerüstet werden, damit hier der Betrieb bald losgehen kann. Das ist so wichtig für die Kinder und deren berufstätige Eltern. Aber auch für andere Lebensbereiche ist Perspektive dringend erforderlich. Den Sportbetrieb, die Gastronomie, die Kultur oder den Einzelhandel. Ein kluger Mix aus Schnelltests, verlässlicher Kontaktnachverfolgung, konsequent hohen Hygienestandards und einer schnellen Durchimpfung muss uns wieder ein Stück Normalität zurückbringen. Die Wirtschaft braucht ebenso wie die Gesellschaft als Ganzes ein Ausstiegsszenario, eine Perspektive. Dazu braucht es einen Plan, einen Stufenplan. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion, ich halte persönlich überhaupt nichts davon, wenn jetzt wieder jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Das führt nicht zu Akzeptanz, sondern nur zu weiterer Verunsicherung. Es braucht eine bundesweit einheitliche Strategie, regional dann wiederum irgendwie angepasst natürlich an die entsprechenden Infektionswerte. Dazu hätte ich mir persönlich gestern Abend von der Kanzlerin und der Konferenz einen Vorschlag gewünscht. Zeit genug war ja. Es liegen viele Vorschläge aus den Ländern vor. Nicht nur Sie haben jetzt hier was vorgelegt, auch unsere Bundestagsfraktion, auch im Senat wird natürlich da an entsprechenden Stufenplänen gearbeitet und diese werden vorgeschlagen und besprochen, aber leider bisher zumindest auf Bundesebene ohne Erfolg. Und ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, damit wir einen Pfad in eine wirklich verantwortungsvolle Wiederöffnungsstrategie finden und auch gleichzeitig dazu gleich die Hilfen für die Wirtschaft auch klarziehen, dass immer klar ist, was kriegt die Wirtschaft, wenn wieder eine Berufsausübung eingeschränkt wird. Das muss alles festlegen, damit da mehr Planungssicherheit für die Zukunft erreicht werden kann. Denn es muss klar sein, wer zum Schutz der Gesellschaft seine Tore schließt, den lassen wir nicht allein. Dessen Existenz muss von uns, der Gesellschaft, verlässlich gesichert werden. Das ist mein Anspruch und daran arbeiten wir auf allen Ebenen, sehr geehrte Damen und Herren.
Ich komme zum Ende. Wladimir und Estragon, Ihre beiden Protagonisten der Aktuellen Stunde, warten ja übrigens nicht nur auf Godot, auf Rettung, wie Sie es tun, sondern Sie nutzen die Zeit des Wartens auch, unterstützen sich gegenseitig und helfen anderen auf die Beine. Es gibt viele Interpretationen dieses berühmten Stückes von Samuel Beckett. Ihr Ideenreichtum entbehrt allerdings jeder Interpretation. Denn während Sie noch warten und über den Sinn der menschlichen Existenz philosophieren, liebe Kollegen der FDP, handelt diese Koalition, handelt dieser Senat und begleitet die Berliner Wirtschaft verlässlich durch die Pandemie. Vielen Dank. Für eine Zwischenbemerkung hat dann erstmal Herr Kollege Czaja das Wort. Herr Präsident, Frau Ludwig, darf Sie noch mal mit dem Dreiklang der Berliner Wirtschaft konfrontieren. Ärger über ausstehende, versprochene Hilfen, Perspektivlosigkeit. Das ist der Befund der Berliner Wirtschaft, den die IHK der Wirtschaftssenatorin und uns heute ins Stammbuch diktiert hat, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Und das sind die Herausforderungen. Erstens. Zweitens. Sie haben völlig recht, wenn Sie die Kritik am Bund üben und die Frage dorthin projizieren und sagen, das, was dort an Konzepten und Struktur aufgesetzt wurde, das mag so nicht funktionieren, das ist zu holprig, das ist zu umfangreich, das ist nicht nachvollziehbar, da braucht man möglicherweise sogar noch einen Behördenlotsen, um das zu verstehen. Bin ich an Ihrer Seite? Aber dann müssen wir uns eben mit den Alternativen auseinandersetzen. Und die Alternativen heißt nicht nur zurückzuschauen und zu gucken, was da schiefgelaufen, sondern müssen wir sich die Frage stellen, was kann man in Berlin dafür tun. Deshalb haben wir heute Vorschläge gemacht. Ich darf daran erinnern, wir haben zum einen vorgeschlagen, die Bürgschaftsbank stärker mit in die Verantwortung zu nehmen und sich mit der Bürgschaftsbank auszutauschen. Ja, Frau Senatorin Popp, das passiert und das tut auch der geschätzte Finanzsenator im Austausch, in seinem kontinuierlichen Austausch. Aber es passiert eben nicht, wenn es um die Frage der Wirtschaft in dieser Stadt geht. Ich glaube, dass Sie da gern mal gesehen wären, um sich mit der Bürgschaftsbank Berlin auszutauschen. Wir haben Ihnen einen klaren Vorschlag gemacht, wenn es um die Finanzämter geht. Da müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Wirtschaftssenatoren aller Länder anscheinend gescheitert sind und es nicht geschafft haben, sich gegen Olaf Scholz durchzusetzen, um deutlich zu machen, dass die Finanzämter klare Verantwortung übernehmen und damit auch maßgeschneidert und schneller Hilfsleistung ermöglichen. Und wir haben Frau Ludwig, zu keinem Zeitpunkt von vorschnellen Lockerungen gesprochen. Das, was ich heute Morgen hier gemacht habe, ist nichts anderes, als mich auf die Verabredung zu berufen, die wir als Gesellschaft getroffen haben, nämlich bei einer Inzidenz ab 50, bei dem Schutz von vulnerablen Gruppen, auch über Öffnungsperspektiven zu sprechen. Und die Erwartungshaltung bei dieser Kraftanstrengung in den letzten 12 Monaten, die war da und die ist jetzt verändert worden auf eine Inzidenz von 35 und einer bisher noch nicht definierten Perspektive, denn die steht aus, die haben Sie auch zu Recht angemahnt. Wir haben klare Regeln dazu auf den Tisch gelegt, in einem Stufenplan, wie wir uns das vorstellen, auch mit einer ansteigenden Inzidenz. Und da verstecken wir uns nicht, sondern da haben wir klare Regeln und auch Verantwortung übernommen. Und am Ende muss jeder, der die Freiheit einschränkt, sich hier umfassend erklären und nicht umgekehrt. So, dann kann Frau Ludwig gleich noch mal auch erwidern. Geben Sie uns nur die Chance, noch mal kurz zu desinfizieren. Frau Ludwig, kleinen Moment, das muss dann noch. Ja. So, bitteschön. Ja.
mal was zu trinken. Muss man nicht. Wäre auch noch eine Idee. Nehme ich. Es freut mich, dass unser Angebot zusagt. Das ist jetzt nur ein bisschen den Kollegen gegenüber vielleicht. Ich hoffe, Sie werten das jetzt nicht als unsozial, dass ich jetzt hier trinke und Sie alle zugucken müssen. Also kommen Sie ans Pult, würde ich sagen. Ja? Trauen Sie sich. Ja, ich muss noch mal Herr Chaya Godot sozusagen oder Ihr Stück da zitieren. Es bietet ja echt viel Stoff hier für die Reden hier vorne. Tatsächlich bin ich ganz froh, dass ich da nicht mit Ihnen auf Godot warten muss, weil die Sinnlosigkeit des Seins, die wäre mir doch allzu schnell bewusst. Ja? Wir reden hier aneinander vorbei, wie ich schon am Anfang sagte. Ich versuche es einfach noch mal. Sie haben gesagt, ich hätte jetzt nur erzählt, was wir schon alles gemacht haben. Ich meine, was ja auch schon eine Menge ist, ja, Schankhilfe etc. pp. Wir haben ja da schon eine ganze Menge Programme aufgelegt, um eben die Lücken zu schließen. Ich habe aber auch erzählt, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, stimmt. Deswegen wiederhole ich das einfach nochmal, was wir natürlich jetzt an Lücken sehen in den aktuellen Hilfen, die jetzt die Überbrückungshilfen 3 jetzt vor allem ab Januar, die ja dann die Fixkosten nur in Anführungsstrichen ersetzen. Die Lücken, die wir sehen und wo wir der Meinung sind, dass da noch nachgebessert werden muss. Das ist einmal der ganze Bereich der Solo-Selbstständigen. Das habe ich vorhin ausgeführt. Da brauchen wir einen Sockelbetrag, auf den die sich verlassen können, wie sie sicher mit uns durch die Pandemie kommen. Ich sage jetzt mal so eine Art solidarisches Grundeinkommen. Sie können das nennen, wie Sie wollen. Das ist mir egal. Aber die brauchen einfach ein Fixum, auf das sie sich verlassen können, wovon sie leben können und sozusagen durch die Pandemie von uns gebracht werden. Erstens. Zweitens, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum das bei Herrn Altmaier nicht durchdringt. Ja, Deutschland ist German Mittelstand, weltweit berühmt, weltweit bekannt. Alle Welt ist stolz, oder nicht stolz, sondern guck, wir sind stolz, die anderen gucken auf uns. Wir sind stolz, alle anderen Länder der Welt gucken auf diesen German Mittelstand, diese vielen, vielen Hidden Champions, Kleinunternehmen, mittlere Unternehmen. Da sitzen auch Leute, die brauchen Unternehmerinnenlohn, die brauchen auch was zu essen. Ja? Und deswegen brauchen wir einen echten Unternehmerinnenlohn und das müssen wir hier in Berlin, ja, das müssen wir in Berlin gesondert auflegen, weil das Herr Altmaier nicht macht und das werden wir auch tun. Ja, dann machen wir es auch jetzt. Wir mussten doch aber erstmal auf diese, aber wir können doch nichts auflegen, bevor nicht diese Überbrückungshilfe 3 diese ganzen Regularien feststanden. Sie wissen doch selber, wie lange das gedauert hat. Das ist doch erst seit ein paar Tagen ganz konkret im Detail bekannt. Da wurde doch ständig noch dran rumgefummelt. Zum Beispiel dank auch, wie ich schon sagte, unserer Wirtschaftssenatorin, nochmal Geld draufgelegt auf die Neustadthilfe, dass die auf 7.500 Euro erhöht wurde. Das wissen wir doch erst seit ein paar Tagen. Da können wir doch nicht schon andere Programme bauen. Das würde sich doch dann widersprechen. Darauf müssen wir warten. Deswegen geht das jetzt los. Und drittens, was ich vorhin auch schon sagte, sehr wichtig, ein Investitionsprogramm für die besonders betroffenen Branchen, die bisher bei GRW ja ausgeschlossen sind. Die Bundesregular ist, wissen Sie ja auch alles, dass nicht alle Branchen GRW-Mittel beantragen dürfen. Deswegen brauchen wir hier ein eigenes Investitionsprogramm. Ich nenne es einfach mal Berlin Invest für diese besonders betroffenen Branchen in Berlin. Und ja, dann wird das wohl kommen. Ne? Warten Sie drauf. Ach so, noch ein letzter Satz, Entschuldigung, da muss ich noch mal kurz auf. Die Redezeit ist allerdings auch schon abgelaufen. Die Inzidenzen? Die 3 Minuten sind rum. Na gut. Ich sage nur was zu den Inzidenzen, die Verabredung zu den Inzidenzen. Ihre 50er, ja, na klar, haben wir alle gedacht irgendwie, da ist dann ist die Grenze logisch. Aber wussten Sie da schon von dieser explosiven Art dieser Mutation? Also ich wusste damals nicht davon. Und natürlich muss man dann, wenn eine neue Naturkatastrophe kommt, und so kann man das ja nennen, auch wieder neue Grenzwerte setzen. Ich halte das für richtig, besser als wenn wir hier in die nächste Katastrophe reinrauschen, besser hier jetzt klar sagen, die Inzidenz ändern, nochmal durch. Und dann aber auch den Fahrplan, den klaren Fahrplan auf Bundesebene, den wünschen wir uns auch. Dankeschön. Zu diesem Tagesordnungspunkt hat der fraktionslose Abgeordnete Wild einen Redebeitrag von 7 Minuten angemeldet.
Kleinen Moment noch, Herr Wild, und dann haben Sie das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ludwig, heißt es eigentlich Unternehmerinnenlohn oder Unternehmendenlohn oder vielleicht Unternehmendenlohnenden oder so? Vom Prinzip her ist der Stufenplan der FDP nicht verkehrt, da er etwas Berechenbarkeit in die vom Aberglaube und Schamanismus geprägte Politik des Senats brächte. Heute lesen wir also weder aus dem Kaffeesatz noch aus gegossenem Blei. Die FDP möchte aus Inzidenzwerten lesen. Leider ist das nicht viel besser. Was sagen denn positive Tests ohne Bezug zu den Testanzahlen? Die Testauftraggeber können durch Veränderungen der Testanzahl und der Testgruppen das Ergebnis beliebig manipulieren, so wie bei Briefwahlen. Die Inzidenzzahlen sagen gar nichts. Sie wollen die Bevölkerung mit Fremdwörtern und Todesangst kirre machen. Sie wollten uns weismachen, dass die Reproduktionsrate unter 1 sein müsse, dann die Inzidenzzahlen unter 50, jetzt sollen sie unter 35 sein. Andere sagen 15 oder 10 und plötzlich kommt ein Buhuhu, eine Mutation. Handelt es sich möglicherweise um völlig willkürliche Werte, Herr Regierender Bürgermeister? Oder haben Sie wissenschaftliche Belege, dass diese Werte irgendeine Entscheidung in die eine oder andere Richtung rechtfertigen? Das Bundesinnenministerium hat im Mai 2020 ein Strategiepapier ausgearbeitet, das den Umgang der Bundesregierung mit der Corona-Pandemie vorzeichnen soll. Unter der Überschrift 4a, Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation, Worst Case verdeutlichen, heißt es, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebende Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Weiter heißt es in dem Papier der Bundesregierung, Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist das Schrecklichste, was ein Kind erleben kann. Weiter unten bei Teststrategie heißt es dann noch, sobald die geschätzte notwendige Testkapazität erreicht ist, wird die Anzahl der neu gefundenen Fälle pro Tag zunächst hochschnellen. Wenn die Schätzung richtig war, kommt sie nach der Zeitspanne wieder herunter. Wenn nicht, war die nötige Testkapazität unterschätzt und muss dringend hinaufgeschraubt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Meine Damen und Herren, was treibt eine Bundesregierung um solchen Unfug zu produzieren? Man überlegt sich dort offensichtlich, wie man das Volk am besten belügt und verängstigt, um beim Volk die gewünschte Reaktion zu erzielen. Unter der Überschrift gemeinsam distanziert heißt es in dem gleichen Schriftstück schließlich, die gegenwärtige Krise durch Covid-19 hat das Potenzial, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen in Deutschland nachhaltig zu erschüttern. Dem kann und muss entgegengewirkt werden. Das gelingt am besten, wenn der Staat, Bund, Länder und Kommunen proaktiv und koordiniert auftritt und somit nicht als lähmender, sondern als mobilisierender Faktor tätig und sichtbar wird. Man erwähnt die Medien nicht, da man offenbar weiß, dass diese ohnehin wie in jeder anderen soliden Diktatur regierungsfreundlich berichten.
Gestern berichtete ein Experte im Inforadio, dass 80% der wirtschaftlichen Schäden nicht aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen entstünden, sondern aufgrund von Corona. Also die Kneipen hätten deswegen keine Einkünfte, weil die Berliner vor Angst nicht in die Kneipen wollten. Nicht, weil die Wirte aufgrund der hier im Hause beschlossenen Verbote schließen mussten. Was hier beschrieben wird, hat man früher Gleichschaltung genannt. Unsere schöne Demokratie, das Für und Wider, die Rede und Gegenrede, sollte gleichgeschaltet werden und wurde gleichgeschaltet. Einige unter Ihnen werden meine Gedanken als Verschwörungstheorie abtun. Mein geschätzter Kollege Ronald Gläser schrieb kürzlich auf seinem Blog: Wie entstehen eigentlich Verschwörungstheorien? Ich sage es euch. Wenn korrupte und unfähige Regierungen das Volk anlügen und die Dinge schlimmer oder besser darstellen, als sie wirklich sind, dann entwickeln die Leute Theorien, was in Wahrheit passiert, weil die Regierung uns offensichtlich anlügt. Zitat Ende. Ihre ganze Öffentlichkeitsarbeit stützt sich auf ein Lügengebilde, das der Bürger langsam erkennt. Das ist ihr Problem und deshalb halten sie sich umso verbissener daran fest. Das fällt ihnen leicht, da sie selbst die durch sie verursachten Lasten nicht zu tragen haben. Kollege Greff hat das richtig bemerkt. Ich habe daher einen Vorschlag. Ob die Berliner über die willkürlich verhängten Eindämmungsmaßnahmen in die Pleite gehen oder ihr Lebenswerk zerstört wird oder ob der Berliner aus Verzweiflung aus dem Fenster springt, das interessiert hier offenbar niemanden mehr. Sonst hätte sich ein Vorschlag wie der der FDP schon längst durchgesetzt. Es zählt die Verlockung der Macht und der weiche Mandatssessel. Die verantwortlichen Politiker müssen ihre Maßnahmen aber selber spüren. Wenn Gesetze für alle gelten, dann müssen sie auch für Politiker gelten. Wenn Novemberhilfen nicht ausgezahlt werden, dann müssen die Novemberdiäten zurückgezahlt werden. Wenn unsere schlauen Regierungsherren und Damen keine Friseure arbeiten lassen, dann muss Abgeordneten und Senatorinnen verboten werden, Friseurdienste in Anspruch zu nehmen. Wenn man Restaurants zur Schließung zwingt, dürfen sich Abgeordnete nur vom Inhalt von Konservendosen ernähren. Und wenn die Prostitution verboten wird, dann müssen, den Rest können Sie sich denken, meine Herren. Meine Damen und Herren, Sie müssen den Mist, den Sie verzapfen, selbst spüren, sonst ändern Sie Ihre unverschämte Verbots- und Enteignungspolitik nicht. Danke. Für den Senat spricht nun im Anschluss die Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Bitte schön, Frau Senatorin Popp. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das war ja an Widerwärtigkeit ja kaum zu übertreffen, muss ich wirklich sagen. Also, da hat man schon so körperliche Befremden hinterher, an dieses Pult sich zu stellen, gebe ich zu. Aber jeder macht sich hier ja selber so zum, was auch immer, wie er es für nötig hält. Wir sind in einer nicht ganz einfachen Situation. Wir sehen es auch daran, dass die Opposition auch in diesem Haus gespalten ist, wie man eigentlich weiter umgehen soll mit dieser Pandemie, mit dieser Krise, in der wir uns befinden. Die FDP möchte am liebsten sofort die Clubs wieder öffnen. Zumindest, wenn ich den Stufenplan richtig verstehe. Doch, ab einer Inzidenz von 50 sollen die Clubs geöffnet werden. Wir sind gerade bei einer Inzidenz von, glaube ich, 64. Der Weg dahin ist dann noch ein kurzer. Die CDU dagegen ist auf dem Weg zur No-Covid- und Zero-Covid-Strategie, wenn ich das richtig verstanden habe, und setzt eine 10er-Inzidenz. Doch, eine 10er-Inzidenz setzen Sie ja zur Grundlage Ihres Handelns. Das ist ein bisschen durcheinander und ganz das Gegenteil von dem, was, glaube ich, das letzte Mal von der CDU hier erzählt worden ist, weil da hieß es ja eher, das, was die FDP heute sagt, möglichst schnell alles wieder öffnen. Ich verstehe, dass die Lage keine ganz einfache ist. Und Herr Chaya, es hat auch gewisse Tücken, vorgeschriebene Textbausteine von vor 6 Wochen zu benutzen. Die Welt bewegt sich erstaunlicherweise in dieser Zeit weiter und die Sachen stimmen da schlichtweg nicht mehr, die man hier vorgetragen hat. Applaus
Berlin hat inzwischen die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer. Das muss man auch mal sagen. Ich sage Ihnen gleich da was zu, Herr Chaya, aber wirklich zu Beginn würde ich gerne die wichtigen Sachen ansprechen, dann komme ich auch gern zu Ihnen. Berlin hat die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer inzwischen. Und wer hätte sich das eigentlich gedacht? Und wer hätte sich das eigentlich gedacht vor einigen Monaten, als es hieß, Berlin sei der Hotspot republikweit? Wir haben gemeinsam viel geschafft und auch das muss man hier an dieser Stelle mal festhalten. Aber leider ist das Virus kein verlässlicher Verhandlungspartner. Das haben wir immer wieder gemerkt in den letzten Monaten. Das ist manchmal schwer zu verstehen und das verstehe ich auch. Das kann ich auch nachvollziehen, weil es sich sozusagen jeglicher politischer Logik, jeglicher strategischen Logik und auch jeglicher Kommunikation, die stringent sein muss und will, entzieht an Stellen, wie wir es eben nicht gewohnt sind. Es funktioniert nicht mehr in den alten Mustern. Da muss man doch jetzt mal eine Strategie aufsetzen und die funktioniert dann auch die nächsten 6 Monate. Das Virus entzieht sich dieser Logik, weil es sich eben auch verändert, wie wir es jetzt mit der Mutation sehen. Und wer hier in Berlin oder woanders im Brustton der Überzeugung behauptet, er hätte die Strategie jetzt erfunden, der wird sich spätestens in 3 Tagen alles Besseren belehrt wissen. Das ist nämlich das Problem, vor dem wir stehen. Wir erleben, dass wir eine Mutation haben, die richtigerweise nicht ganz einzuschätzen ist. Wir sehen aber, dass in Großbritannien beispielsweise, in Irland und auch in Portugal die Zahlen nach einer vorsichtigen Lockerung drastisch in die Höhe geschossen sind. Und ich verstehe das so, dass wir mit dieser 35er-Inzidenz, die gestern auf der MPK noch mal als Maßstab gesetzt worden ist, ich will erinnern, die Berliner Ampel hat auch eine ähnliche Inzidenz im Übrigen, das sagt die Gesundheitssenatorin ja oft, damit wir uns das auch noch mal daran erinnern, die Inzidenz von 35, die gestern gesetzt worden ist, ist ein, um eine dritte Welle zu verhindern, die uns diese Mutation bringen könnte. So verstehe ich das, was gestern beschlossen worden ist. Und das ist sozusagen das, woran wir uns jetzt orientieren. Gleichzeitig haben aber auch wir als Senat, haben andere Bundesländer auch Stufenpläne bereits erarbeitet für Öffnungsperspektiven, was auch richtig ist in dieser Situation, weil wir ja auch ein Stück weit nach vorne schauen wollen und eben auch Öffnungsperspektiven hier auf den Weg bringen wollen, die sich eben an diese Inzidenz auch knüpfen, die gestern auf der MPK so beschlossen worden ist. Der Senat wird in einer Senatssondersitzung heute nach der Plenarsitzung ja darüber noch mal ausführlich beraten. Wir werden uns am Sonntag hier noch mal wiedersehen im Plenum, um sozusagen darüber auch noch mal dann hier zu beraten und dann auch zu beschließen. Die Öffnungsperspektiven sind erarbeitet und ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir in Deutschland ein ambitionierteres Testregime beispielsweise fahren, wie es in anderen Ländern der Fall ist, im Sinne von Public Health, dass wir deutlich stärker screenen mit Tests und dass wir deutlich stärker auch Testkapazitäten nutzen, als das zurzeit der Fall ist. Das würde uns helfen und das wird uns jetzt auch helfen, wenn wir auf Kitas und Schulen blicken beispielsweise. Dort ist ja ein Testregime erarbeitet worden, was eben eine vorsichtige Öffnung da wieder möglich macht in den kommenden Wochen. Und das ist eine gute Nachricht. Ich will noch ein paar Worte auch dazu verlieren, weil ja hier doch ein sehr schwarzes Bild von der Berliner Wirtschaft gemalt wird. Das Jahr 2020 war für die Berliner Wirtschaft deutlich besser, als wir manche auch hier im Raum geunkt haben. Wenn man sich die Arbeitsmarktzahlen anschaut, ist es so, dass wir im Saldo rund 4.000, 5.000 Arbeitsplätze mehr haben als im Jahr 2019. Und das in einem Krisenjahr 2020. Der konjunkturelle Einbruch war hart mit 5%, lag aber auch auf dem Bundesniveau. Hier gab es ja auch welche, die gesagt haben, Berlin mindestens 2-stellige BIP-Einbrüche. Das hatten wir auch nicht im Jahr 2020. Und offensichtlich ist die Berliner Wirtschaft krisenfester, zumindest in Teilen, als alle gedacht haben. Und das ist auch eine gute Nachricht. Berlin ist nicht mehr das Berlin der Nullerjahre, als wir arm, aber sexy waren. Wir sind jetzt smart und sexy und das ist gut so. Was mir aber Sorgen macht, ist das, was auch der Kollege Gindrach hier angesprochen hat. Wir haben Branchen, die nahezu völlig unberührt durch die Krise kommen. Die Digitalwirtschaft, die Start-ups. Wir haben eine Bauwirtschaft, die ein Plus zu verzeichnen hatte bei den Umsätzen im letzten Jahr. Die Industrie, ein zaghaftes, aber immerhin ein Plus hier in der Stadt. Und auf der anderen Seite haben wir die Branchen, die schwer getroffen sind von dieser Krise. Dass der Beherbergungssektor mit -60%, das Gastgewerbe mit knapp -50% und das, was uns auch natürlich stark schmerzt, das, was das Lebensgefühl in Berlin auch ausmacht, die Kultur und der Kreativbereich, der eben auch starke Einbußen zu verzeichnen hat. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Wir haben Branchen, die darben, wir haben aber auch Branchen, die
ungebrochen wachsen mit 20% ungefähr im Bereich beispielsweise der Digitalwirtschaft, die jetzt ein Treiber weiterhin ist und nach der Krise erst recht ein Treiber unserer Wirtschaft sein wird. Ich will die Beispiele nicht alle aufzählen, die hier genannt worden sind. Wir haben unser erstes Einhorn mit dem Fintech, Mambu mit einem Marktwert von 1,7 Milliarden Euro. Wir haben drei DAX-Konzerne hier inzwischen in der Stadt. Wer hätte sich das eigentlich gedacht? Mit Rot-Rot-Grün gleich drei DAX-Konzerne. Früher gab es gar keinen DAX-Konzern hier in der Stadt. Und auch Unternehmern, die sich eine neue Lage anpassen und neue Dinge produzieren hier in der Stadt. Und auch alte Traditionsunternehmen wie Siemens, die eben mit Siemens Energy beispielsweise mit der Ansiedlung des Hauptsitzes hier in Berlin zeigen, dass das Vertrauen in dieser Stadt ungebrochen ist bei Investoren. Und auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber ja, erstaunlich, dass Sie gute Wirtschaftsdaten als Witz bezeichnen bei der CDU. Finde ich wirklich bedauerlich, aber Ihre Wirtschaftskompetenz in Berlin ist ja auch eher im Negativbereich angesiedelt. Aber ja, die Berliner Wirtschaft leistet in großen Teilen mit dem Herunterfahren einen wichtigen und leider auch schmerzhaften Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Dafür gibt es Hilfen von Bund und Ländern. Und ich glaube, ich habe keine einzige Diskussion zu diesen Hilfen erlebt, wo mal einer gesagt hat, das ist richtig gut gelaufen. Jeder hatte immer an allem irgendetwas zu kritisieren. Als wir in Berlin die Soforthilfe 2 aufgelegt haben und ich glaube, über ein Wochenende hin fast knapp 2 Milliarden Euro über ein paar Tage ausgezahlt haben, schnell und unbürokratisch, ließ sich Herr Greff ein paar Wochen später in der Morgenpost zitieren mit den Sätzen, da hätte man gründlicher prüfen müssen und da hätte Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen müssen. Nun geht das jetzt genau umgekehrt. Jetzt muss Schnelligkeit vor Gründlichkeit gehen. Da muss man sich mal entscheiden, was man eigentlich will. Und was mich da am meisten dran ärgert, ist, dass mit dieser Debatte, die hier geführt worden ist um die Soforthilfe 2, die Menschen schnell und unbürokratisch geholfen hat, über 300.000 Menschen ist hier geholfen worden in der Stadt, mit dieser Debatte und auf dieser Debatte aufsetzend, hat der Bund genau das beschlossen, ganz gründlich jede Hilfe zu prüfen, die jetzt ausgereicht wird. Ganz gründlich und bürokratisch vorzugehen bei dem, was man tut. Wir haben gestern die Vollzugshinweise der Überbrückungshilfe 3 bekommen. Knapp 90 Seiten Vollzugshinweise. Wer ist wann wie antragsberechtigt? Das ist die Realität, vor der wir zurzeit stehen. Und das hat viel damit zu tun, dass man am Anfang, als man schnell geholfen hat, die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen wollte, mal ordentlich draufzuhauen, als ein paar Betrugsfälle bekannt geworden sind. Die Betrugsquote liegt immer noch bei unter 1% bei der Soforthilfe 2. Das muss man auch mal sagen. Aber nein, man hat einfach zu versucht, da draufzuhauen. Und den Preis zahlen wir jetzt alle dafür, indem sehr gründlich und bürokratisch der Programme jetzt aufgesetzt werden. Wir sehen seit dem Sommer, dass der Bund mit diversen Hilfsprogrammen jetzt hier auch reingeht, zumindest mit großen Zahlen. Zur Bürokratie habe ich gerade etwas gesagt. Und es ist wahrlich so etwas wie ein etwas unübersichtliches Konglomerat an Hilfen entstanden. Daran sind wir wiederum alle auch miteinander ein Stück weit schuld, weil wir natürlich immer neue Gruppen gefunden haben, die einen Bedarf hatten, neue Problemlagen, die auch Abhilfe benötigten. Um nur ein kleines Beispiel zu nennen, die November- und Dezemberhilfe war ja bereits aufgesetzt für die Branchen, die vom Lockdown betroffen waren im November und im Dezember, am Umsatz orientiert, Umsatzausfälle zu begleichen. Dann mussten wir aber im Dezember den Einzelhandel schließen. Also musste da noch was nachgearbeitet werden, damit der Einzelhandel ja auch Berücksichtigung findet. Völlig zu Recht. Da ist niemand dran schuld, aber das verzögert die Dinge auch. Wir hätten zurzeit die November- und die Dezemberhilfe, die zurzeit gut läuft in der Auszahlung. Das ist gerade auch gesagt worden. Berlin hat eine Quote von rund 50% bei den Auszahlungen, 70% bei den Auszahlungen bei den Solo-Selbstständigen, also auch bei denen, die es sehr nötig haben, kommt die Hilfe jetzt tatsächlich sehr, sehr schnell an. Auch dort sind deutliche Verbesserungen erreicht worden durch die Diskussion zwischen Ländern und Bund. Wir haben die Beihilfe. Das Beihilfethema hat der Bund Gott sei Dank so geklärt, dass jetzt auch nach oben hinaus Hilfen auch möglich sind. Es gibt die erweiterte November- und Dezemberhilfe. Früher hieß sie Plus oder Extra. Das trägt auch zur Verwirrung bei, dass die Namen sich auch ständig ändern, für die größeren Unternehmen. Diese kommt jetzt erst an den Start, weil die Beihilfegrenzen erst erhöht werden mussten von der EU. Diese sind jetzt erhöht worden, also kann diese November- und Dezemberhilfe in der erweiterten Form für größere Unternehmen an den Start gehen. Und das hilft vor allem den HOGA-Unternehmen, vor allem der Hotellerie hier in der Stadt, genauso wie die Überbrückungshilfe 3 mit ihren Höchstbeträgen bis zu 3 Millionen Euro im Monat für
verbundene Unternehmen. Und deswegen haben wir auch im Gespräch mit der DEHOGA, mit Herrn Zeden konstatiert, dass diese Hilfsprogramme von der Konzeption her helfen und wir keine eigenen Landesprogramme mehr auf den Weg bringen müssen. Der Finanzsenator und ich sind da im ständigen Austausch mit der Branche. Die Bundeshilfen, wenn sie denn kommen, helfen mit diesen deutlichen Verbesserungen, mit den deutlich erhöhten Beihilfegrenzen. Man kann bis zu 10 Millionen Euro im Jahr 2021 beantragen. Das ist beihilferechtlich gestützt und das ist eine riesige Hilfe für die größeren Unternehmen, wenn die Hilfen denn dann kommen. Tatsächlich. Ich habe was dazu gesagt, warum es sozusagen zu langsam geht, aber auch die Überbrückungshilfe 3 ist jetzt an den Start gegangen mit Abschlagszahlungen und wir rechnen damit, dass die ersten Auszahlungen auch bald erfolgen werden. Was zum Thema Zwischenfinanzierung möchte ich auch gerne sagen, weil das ja jetzt sozusagen hier sozusagen der heilige Gral ist, war alles, was der Bund nicht hinbekommen, sollen wir mal eben hinkriegen in Berlin. Das finde ich wirklich ein Vertrauen, was Sie da in uns setzen. Das finde ich grandios. Da möchte ich mich auch wirklich für bedanken, für dieses riesige Vertrauen, dass wir alle Probleme des Bundes jetzt mal lösen sollen eben. Und ich höre mich an wie eine kaputte Schallplatte, wenn ich das zum wiederholten Male sage, dass es nicht ganz einfach ist, weil der Bund die Daten der Antragsteller und Antragstellerinnen hat. Wir müssten all diese Daten komplett neu erheben, um Auszahlungen zu machen. Und auch das würde dann doch einen Tag länger dauern. Zu dem Thema der Liquiditätskredite. Da gebe ich Ihnen recht, dass da Abhilfe geschaffen werden muss. Aber auch da weise ich noch mal darauf hin, was wir im Frühjahr gemeinsam hinbekommen haben, was in anderen Bundesländern gemeinsam auch gestemmt wird. Das ist nicht allein die Verantwortung des Staates, sondern tatsächlich auch mit der Banken, der Hausbanken und der Geschäftsbanken, die ihre Kunden ja gut kennen, die ja wissen, wie die Zahlen dieser Kunden sind. Diese mit ins Boot zu holen, ist jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen. Da sind wir ja auch schon dran. Und auch, was Sie gesagt haben, Herr Czaja, das ist die Stelle, dass Sie offensichtlich alte Textbausteine verwenden. Mit der Bürgschaftsbank sind wir längst im Gespräch. Ich habe mit dem Finanzsenator vor einigen Tagen noch mal eine Öffnung der Kriterien, eine Beschleunigung der Vorgänge so besprochen, dass wir da hoffentlich bald und schnell in die Puschen kommen werden. Das ist das, was wir hier tun. Und wir sind ununterbrochen Tag und Nacht daran am Arbeiten. Und ich will an dieser Stelle noch mal einen Dank richten an meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Haus und auch an die IBB, an alle Partnerorganisationen, Berlin Partner Visit, die mithelfen. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hängen nahezu jeden Tag in stundenlangen Telefonkonferenzen mit anderen Bundesländern, mit dem Bund, um diese langen, langen Seiten von Vollzugshinweisen zu diskutieren, abzustimmen, miteinander zu besprechen. Die sind teilweise in verschiedensten Videokonferenzen parallel unterwegs, um diese Dinge abzustimmen. Sie administrieren zurzeit mehr als 15 gleichzeitig laufende Programme des Bundes und des Landes Berlin. Und das tun sie alles mit der Man- und Women-Power, die sie vor der Krise hatten. Wir haben in der Verwaltung nicht mal eben 250 neue Leute dafür eingestellt. Das machen bei mir ein paar wenige, die Tag und Nacht damit beschäftigt sind. Und ich lasse nicht zu, dass Sie hier mit dem Finger auf diese Menschen zeigen und sagen, die leisten gar nichts. Die leisten Großartiges in dieser Zeit. Und das muss auch mal gesagt werden. Und da gehen Sie auch über sich hinaus, weil wir jetzt uns die Bundeshilfen, jetzt wissen wir, wie die ausgestaltet sind, 90 Seiten Vollzugshinweise, und können jetzt auch gucken, wo wir landesspezifisch nochmal mit den Mitteln, das Parlament bereitgestellt hat, vielen Dank, nochmal reingehen können. Und da werden wir uns auf die Gruppen konzentrieren, die in Berlin auch wichtig sind, auf Soloselbstständige, auf Kleinstunternehmen. Und da werden wir mit einem vermutlich niedrigeren dreistelligen Millionenbetrag, rund 150 Millionen, reingehen und gerade den Soloselbstständigen nochmal helfen, die niedrige Umsätze hatten. Das Bundesprogramm ist so konzipiert, dass eben bis zu 7.500 Euro ausgezahlt werden, 50% des Referenzumsatzes des Vorjahres. Das ist schon gut, das war vorher mal weniger. Da hat der Bund wirklich noch mal was draufgelegt, aber trotzdem mit niedrigen Umsätzen kommt man da wirklich in sehr geringen Bereichen bei der Antragstellung nur durch. Und deswegen wollen wir da noch mal was oben drauflegen als Land Berlin, um gerade diejenigen Solo-Selbstständigen zu unterstützen, die nicht so hohe Umsätze hatten. Gleiches gilt für Kleinstunternehmen. Gleiches gilt für Kleinstunternehmen. Da wollen wir uns auch noch mal genauer anschauen, ob es nicht doch möglich ist, auch sie selber zu unterstützen. Wir kennen vielleicht die Beispiele der inhabergeführten Geschäfte. Meine Mutter war selbstständig, bevor sie auf Rente gegangen ist, und hatte genauso ein inhabergeführtes Geschäft mit 2 Mitarbeiterinnen als Aushilfen. Diese hätte man mit Kurzarbeit auf Kurzarbeit schicken können. Die Miete wäre übernommen worden durch die Fixkostenerstattung, die Versicherung genauso. Nur ihre eigene Miete hätte sie nicht mehr zahlen können, weil sie hätte nichts gehabt. Und da wollen
wir noch mal reingehen als Land Berlin und gucken, was wir tun können, weil der Bund bislang da noch keine wirkliche Vorsorge hat. Also für die Gruppe der Kleinstunternehmern wollen wir auch in Richtung Unternehmer, Unternehmerinnenlohn denken und gucken, wie es zu den Bundesprogrammen passt, weil wir wollen ja auch, dass es funktioniert und nicht das, was wir reingeben, der Bund wieder den Leuten abzieht. Damit wäre ja nichts gewonnen. Wir wollen ja richtig was erreichen für die Menschen, für die Unternehmen. Herr Senator, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des fraktionslosen Abgeordneten Wild zulassen. Nein, ich glaube, das war gerade mehr als ausreichend, was wir gehört haben. Aber es muss auch nach vorne geschaut werden. Wir werden ja auch über die Zeit hinauskommen, in denen wir nur sozusagen mit Hilfen versuchen zu stützen und Strukturen durch die Krise zu bringen. Wir müssen nach vorne und wir wollen nach vorne schauen. Und auch dort bereiten wir ja bereits, haben wir schon in der ersten Runde vorbereitet, im Senat gemeinsam konjunkturfördernde Programme auf den Weg zu bringen. Für die Veranstaltungsbranche. Der Kongressfonds wird jetzt auf den Weg gebracht und passt auch ganz gut zu dem Bundesprogramm für die Veranstaltungswirtschaft. Der Bund wird Ausfallrisiken und Ausfallkosten übernehmen für die Veranstaltungsbranche, damit diese anfängt zu planen und dann eben, wenn sie doch nicht stattfinden können, die Veranstaltung der Bund eben die Ausfallrisiken übernimmt. Das ist ein sehr gutes Programm. Wir werden mit unserem Kongressfonds so unterstützen, dass Veranstaltungen, die nach Berlin kommen, die in die Stadt kommen wollen, einen Zuschuss erhalten. Und auch hier die gute Nachricht an die interessierten Fachpolitikerinnen. Die Ausschreibung ist beendet. Wir haben einen Dienstleister gefunden. Man muss sich ja auch in einer Krise an rechtsstaatliche Verfahren wie Ausschreibungskriterien erhalten. Wir haben ja in der anderen Krise vor einigen Jahren gelernt, was passiert, wenn man sich nicht an Ausschreibungskriterien hält. Das wollten wir nicht wiederholen. Die Ausschreibung ist beendet. Wir haben einen Dienstleistungsunternehmer und werden mit dem Kongressfonds jetzt auch zügig im März an den Markt gehen können, sodass nach vorne heraus auch Veranstaltungen geplant werden können und die Veranstaltungsbranche auch wieder eine Planungssicherheit bekommt. Ja, Sie haben es lange gefordert und wir haben daran gearbeitet. So ist das halt in der Rollenaufteilung zwischen Opposition und Regierung. Die einen arbeiten und die anderen reden. Wir haben die Digitalprämie auf den Weg gebracht, wo immerhin auch von 10 Millionen Fördervolumen die Hälfte ausgezahlt worden ist. Denn wir haben gelernt, dass gerade kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen Digitalisierungsbedarfe haben, die sie in dieser Krise neu entdeckt haben. Und das wollen wir auch mit unterstützen. Und vor allem was mir fast am wichtigsten ist, dass wir eben das, was wir an Stärken haben, auch weiter stärken. Wir werden die Innovationsförderung des Landes ausweiten. Und wir werden mit einem Programm Berlin Invest noch mit an den Start gehen für die Branchen, die von den Bundesfördermitteln, von den Bundeswirtschaftsfördermitteln nicht profitieren können. Für einen begrenzten Zeitraum, wir werden das nicht ewig machen können, aber für einen gewissen Zeitraum Branchen zu unterstützen, die hier gut durch die Krise gekommen sind und die wir eben auch nach vorne heraus natürlich entwickeln wollen für unsere Stadt. Ein letzter Punkt noch mal zum Thema Tourismus und Messen. Es ist nicht ganz deckungsgleich, das ist mir völlig klar. Aber die Messe braucht zurzeit vor allem Finanzierungsunterstützungsbedarf durch das Land Berlin. Da sind wir vorbereitet. Da hat das Parlament ja auch mit den Haushalten uns ja auch unterstützt, dass wir die Messe unterstützen. Aber eins will ich hier ganz klar sagen. Die Konzeptionierungsarbeit für die Messe Berlin, wie die Messen der Zukunft aussehen, das macht immer noch die Geschäftsführung der Messe. In einem unabhängigen Unternehmen macht das nicht der Staat, Herr Greff. Und dass Sie dem neuen Geschäftsführer der Messe so wenig zutrauen und sagen, die Senatorin soll das jetzt mal richten, das finde ich schon bedenklich an dieser Stelle. Alles in allem wird hart gearbeitet an vielen Hilfsprogrammen, aber eben auch daran, dass wir als Berlin wirtschaftlich gut in die Zukunft blicken können. Wir unterstützen da, wo es nötig ist und setzen da Impulse für die Zukunft, wo es auch gebraucht wird. Und ja, ich glaube und bin davon überzeugt, dass die Berliner Wirtschaft auch die goldenen 20er erleben wird, wenn diese Krise vorbei ist. Wir sind dafür gut gerüstet, wir sind dafür bestens gerüstet. Das hat nicht zuletzt das Krisenjahr 2020 gezeigt, was trotz Krise er ein großes Plus auf vielen Seiten für Berlin gezeigt hat. Wir haben Branchen, die im Aufwind sind. Diese werden wir weiter nach vorne bringen. Und wir haben Branchen, die wir gut durch die Krise bekommen wollen. Und auch das werden wir tun, auf das wir hoffentlich bald alle gemeinsam, wenn das Impfangebot der Bundesregierung bis zum Sommer dann auch wahr wird, dass wir dann alle gemeinsam in die goldenen 20er hier in Berlin miteinander einsteigen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Bis dahin liegt noch ein Weg vor uns. Da muss man sich nichts vormachen. Aber auch den werden wir so beschreiten, wie bis jetzt gründlich und vernünftig, und wir sind über jeden konstruktiven Vorschlag natürlich erfreut.
Vielen Dank. Jetzt hat der Regierende Bürgermeister um das Wort gebeten. Bitte, Herr Regierender Bürgermeister. Sie haben das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu Beginn bitte ich das Parlament, bitte ich Sie, sehr geehrte Abgeordnete, um Verzeihung, weil ich offensichtlich heute Morgen ein bisschen mitchaotisiert habe, weil ich noch mal angesprochen habe, den Ablauf der Sitzung und wann und wie wir miteinander über die MPK-Beschlüsse reden wollten. Das war nicht meine Absicht, es tut mir leid. Ich wollte einfach möglichst zeitnah vielleicht auch zu berichten. Und manchmal ist es einfach schwer zu planen, weil man nicht weiß, wie lange geht eine Ministerpräsidentenkonferenz. Sind die Beschlüsse so weitreichend, dass es wieder sofort eine Regierungserklärung geben sollte, oder ist es im Wesentlichen ein Verlängern der bisherigen Maßnahmen? Das muss man auch ein Stück weit beobachten und dann flexibel reagieren. Ich bitte aber deshalb jetzt um das Wort und möchte gerne etwas sagen. Zum einen, weil ich ein paar Mal angesprochen wurde direkt und weil ein Sachverhalt immer wieder thematisiert wurde, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und das möchte ich nicht unkommentiert in den nächsten Tagen bis zu der Sondersitzung am Sonntag stehen lassen. Denn es ist der Eindruck erweckt worden in der Debatte, als ob gestern nun aufgrund der MPK-Beschlüsse wir auf einmal völlig neue Inzidenzrichtwerte haben, mit denen wir uns auseinandersetzen und praktisch gestern, das ist die Unterstellung, uns Verfahren, Regeln und Werte passend gemacht haben zu unseren Beschlüssen. Und das ist mir doch zu wichtig, um das noch mal zu korrigieren. Und darauf möchte ich kurz eingehen, weil es schlichtweg so nicht stimmt. Ich glaube, lassen Sie mich das voranstellen, dass gestern ein guter Tag war. Erstmal schon auch wegen des Sachverhalts, den Frau Popp gerade angesprochen hat. Wir waren gestern bundesweit das Bundesland mit den niedrigsten Inzidenzwerten. Heute sind wir, glaube ich, auf dem zweiten Platz nach Rheinland-Pfalz oder irgendetwas, habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber immer noch sehr gut. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht alleine gekommen. Dass wir auf einmal von einem knapp 200er-Wert im Dezember jetzt bei gut 50 angekommen sind nach RKI, ist nicht vom Himmel gefallen. Sondern das ist eine gemeinsame Anstrengung gewesen, im Wesentlichen der Berlinerinnen und Berliner, aber auch flankiert durch entsprechende Beschlüsse der Politik und Umsetzung der Verwaltung. Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, ist es uns gelungen, einen aus dem Ruder geratenen Sachverhalt, eine aus dem Ruder geratene Pandemie wieder einzudämmen, in den Griff zu bekommen und viele Menschen zu schützen. Denn das ist es immer noch, was man doch runterbrechen muss hinter den nackten Zahlen. Eine 200er-Inzidenz oder eine 50er sagt da erstmal gar nichts aus. Das Interessante ist, was dahinter steht. Dass es nämlich ganz konkrete Lebensrisiken sind, die hinter diesen Zahlen stehen. Und bei einer 200er ist es ein deutlich höheres Lebensrisiko als bei einer 50er. Und einhergehend mit den niedrigen Zahlen ist das Glückliche, was wir jetzt auch sehen in den letzten Tagen, dass in unserer Corona-Ampel wir wieder auf Gelb umschalten konnten bei der Auslastung der Intensivbetten. Wieder mehr Schutz, mehr Sicherheit für viele Betroffene. Und es ist immer noch eine gelbe Ampel. Freuen können wir uns bei Grün. Und deswegen will ich das noch mal so ausführen. Auch die 50er-Inzidenz ist eine gute Entwicklung. Aber sie ist doch kein Grund, sich zurückzulehnen. Und Herr Schaar, sie ist noch längst kein Grund, daraus abzuleiten, dass von heute auf morgen alles aufgemacht werden kann. Und das hat auch niemand versprochen und angekündigt. Man muss sich doch noch mal vor Augen halten, was die 50er-Inzidenz aussagt. Sie ist doch nicht nur ein Warnwert, sondern es ist ein absoluter Krisenwert. Und das wurde von Anfang an auch kommuniziert als Krisenwert. Wir in Berlin haben, ich glaube mit Bayern und noch ein, zwei anderen Ländern, haben doch sogar schon gesagt, im Rahmen unseres Ampelverfahrens, die 30 ist das, wo wir sagen, jetzt muss umgeschaltet werden. Und dass das jetzt hier nicht ins Blaue formuliert ist als Krisenwert, sehen Sie anhand des Infektionsschutzgesetzes. Ich habe das eben hier nochmal mir rausgeschrieben, was ich hier mit dem Handy so schnell recherchieren konnte. Bei einer 50er-Inzidenz im Infektionsschutzgesetz, nicht MPK-Beschluss politisch gewollt, Gesetz, steht drin, es sind umfassende Schutzmaßnahmen für eine effektive Eindämmung zu ergreifen. Bei einer 35 steht im Gesetz,
Es sind immer noch breit angelegte Schutzmaßnahmen für eine schnelle Abschwächung zu ergreifen. Und selbst unter 35, sagt das Gesetz, sind noch Schutzmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens zu ergreifen. Das macht doch den Handlungsdruck deutlich. Das macht doch deutlich, dass da gestern nicht irgendetwas passend gemacht wurde mit den Werten, die jetzt eine Rolle spielen, sondern dass wir konkret auf die Entwicklung reagieren und als Grundlage das Gesetz, das Infektionsschutzgesetz, anlegen für unser Handeln. Und meine Damen und Herren, deswegen noch einmal ganz klar. Ich glaube, wir haben, das ist eben auch eine, wie ich finde, gute Nachricht nach gestern. Wir haben uns in diesem schwierigen Spagat bewegt. Einerseits doch nach wie vor auch handeln zu müssen und zu wollen im Sinne des Gesundheitsschutzes. Und andererseits aufgrund einer durchaus ja auch positiven Entwicklung, die ja zum Glück da ist, zu der auch Sie ja mit Ihren Beschlüssen beigetragen haben, jetzt ein Stück Perspektive zu ermöglichen. Und ich glaube, wir haben in diesem Sinne auch richtig und gut entschieden. Die Schule praktisch jetzt bei einem 50er Inzidenzwert. Die Schule ist der erste Punkt, wo wir wieder schrittweise Normalität, Perspektive eröffnen können. Im kleinen Rahmen, angefangen mit der Grundschule, schrittweise in den unteren Jahrgängen auch noch in der Grundschule. Wechselunterricht, Abstand, Hygiene, alles spielt das weiterhin eine Rolle. Aber es ist doch so wichtig auch auf Grundlage der Beratung der Wissenschaft, wissen wir ja, es gibt Infektionsausbrüche und Ansteckungsrisiken auch in der Schule, aber eben keine besonderen Gefahren, auch nicht durch die Mutante eine besondere Gefahr. Und deswegen sagen wir, wir trauen uns jetzt bei 50 diesen Schritt zu, diesen ersten Schritt bei dem so wichtigen bildungspolitisch und sozialpolitischen Thema Schule, einen ersten Schritt zu gehen. Es folgt daraus, Herr Schaja, dann 10 Tage später der zweite Schritt mit den Friseuren. Kann man unterschiedliche Meinung zu haben. Sie können mir glauben, es ist ein buntes Programm, was ich zum Thema Friseure an Zuschriften bekomme. Die einen, die sagen, um Gottes Willen, wie könnt ihr darüber überhaupt nur reden? Andere Bereiche sind wichtiger. Die nächsten sagen wieder, wenn ihr über Hygiene redet, wenn ihr darüber redet, dass Menschen auch Unterstützung brauchen, wie zum Beispiel auch viele Ältere bei der Fußpflege, dann müsst ihr doch auch an die Friseure denken. Man wird es wahrscheinlich nicht jedem recht machen können. Wir haben uns dazu entschieden und haben gesagt, ja, wir sehen, manche brauchen auch in diesem Sinne Unterstützung und wir wollen das dann ab dem 1. März ermöglichen. Und dann, Herr Schaja, kommt eben der dritte Schritt, der nicht irgendwie ins Blaue hinein formuliert ist bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern im dritten Schritt sagen wir, nach Schule mit 50 und Friseuren am 1. März, dann kommt der dritte Schritt, wo wir sagen, ab einer 35er-Inzidenz können die nächsten Schritte erfolgen in Richtung Einzelhandel und schon Kultur. Auch bewusst so formuliert. Wir sehen doch, was da los ist beim Einzelhandel. Ich habe das schon mal in der letzten Aussprache gesagt. Bitte glauben Sie mir, ich weiß das als kleiner Selbstständiger. Ganze Familien, Generationen, Existenzen hängen mitunter an einem Geschäft. Ich weiß das. Und diejenigen befürchten, dass vielleicht ihr Lebenswerk jetzt auch kaputt gemacht wird in dieser Situation. Vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, ja, da muss es losgehen, soweit die Inzidenzen und das Infektionsgeschehen es ermöglichen. Und die 35 kann es uns ermöglichen, weil wir dann wieder in der Situation sind, die Infektionsherde, die Pandemie besser zu beherrschen als bei 50 oder 70 oder 100. Weil wir dann schon wieder ein Stück mehr Sicherheit für unsere Krankenhäuser haben. Deswegen finde ich es richtig, dem Einzelhandel da eine Perspektive zu geben und im Übrigen, meine Damen und Herren, uns allen damit auch ein Ziel zu setzen. Das, was ich selbst so fatal empfunden habe in den letzten Wochen, war doch, dass wir immer nur von MPK zu MPK gesprochen haben und haben gesagt, naja, wir müssen einfach noch durchhalten. Stimmt, nein, durchhalten spielt weiter eine Rolle, stimmt. Aber mit dem konkreten Ziel doch endlich diese 35 zu erreichen. Wir haben es geschafft, Herr Hansel, von Mitte Dezember bis jetzt runterzukommen von 180 auf 50 oder 55. Dann werden wir es doch gemeinsam schaffen, auch noch die letzten 20 oder 25 Punkte zu erreichen, damit wir dieses Ziel haben
wieder den Einzelhandel zu öffnen und für die Kultur. Die ersten Schritte, Museen, Galerien, vielleicht Bibliotheken, wer weiß, was wir dann noch miteinander verabreden können. Das ist uns doch auch wichtig und liegt uns am Herzen. Deswegen, meine Damen und Herren, glaube ich, war es auch in diesem Sinne ein guter Tag. Und bitte glauben Sie mir, ich glaube, Frau Popp hat das eben sehr eindrucksvoll ja deutlich gemacht, dass es doch ein breites Spektrum gibt von Hilfen. Und auch da, ich weiß, wie gefährlich das ist, was ich jetzt sage, aber ich will es auch einmal aussprechen. Ich kann als regierender Bürgermeister nicht jedem Unternehmen versprechen, dass es gerettet wird. Herr Greff, Herr Schaja, wenn Sie Wirtschaftssenatoren wären oder sogar regierende Bürgermeister, auch Sie könnten es nicht versprechen. Das, was wir tun können, ist, soweit es geht, einen Rahmen zur Hilfe, zur Absicherung zu formulieren, damit in dieser schlimmsten weltweiten Krise möglichst viele die Chance haben zu überleben. Das ist es, was wir versprechen können. Und vor dem Hintergrund passiert viel. Ob es die Hilfen für die Kultur sind, für die Klein- und Solo-Selbstständigen, die Frau Popp angesprochen hat. Ob jetzt von der Bundesebene nochmal nachgelegt wird. Ja, kann alles schneller sein. Aber doch nochmal bitte vor Augen halten, was da passiert. In kürzester Zeit zig Milliarden zur Verfügung für die unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche. Der Einzelhandel ist jetzt noch mal mit aufgenommen worden. Mit Sonderabschreibungsmöglichkeiten ist der Einzelhandel mit aufgenommen worden für die Winterware. Alles richtig. Herr Altmaier hat gestern in der MPK dargestellt, es kommt jetzt in diesen Tagen zu einer kumulierten Auszahlung November, Dezember, Januar, Februar, Hilfen jeweils 100.000 Euro. Es gibt viele Unternehmen, die jetzt 400.000 Euro in diesen Wochen überwiesen bekommen. Man kann sagen, das ist alles zu wenig. Man kann auch würdigen, was Bund und Länder hier machen an der Stelle. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich bitte Sie da noch einmal darum, das entsprechend einzuordnen und uns auf diesem Weg, den wir gegangen sind, weiter zu unterstützen. Es ist alles nicht von selbst gekommen, was wir erreichen konnten im letzten Jahr. Das war eine große Kraftanstrengung. Und das Schlimmste, das Fatalste aus meiner Sicht wäre, jetzt die Nerven zu verlieren, 2 Wochen oder 3 Wochen zu früh diesen Weg abzubrechen und dann in 5 oder 6 Wochen von vorne zu beginnen. Wahnsinn. Und wir sitzen im runden Tisch Tourismus zusammen. Frau Popp mit dabei. Wir sitzen zusammen mit den Vertretern der Wirtschaft und die sagen uns, macht das auch bitte nicht. Es ist furchtbar, die Situation, in der wir uns befinden. Aber noch viel furchtbarer wäre, wenn ihr jetzt abbrecht und wir fangen in 5 Wochen von vorne an und es wird eine endlose Schleife von zumachen, aufmachen, zumachen, aufmachen. Diesen österreichischen Weg, um es mal ganz klar zu sagen, finde ich verheerend. Aufmachen und zumachen. Und wir haben unsere Lehren gezogen, muss man auch selbstkritisch sagen. Wir haben den Fehler im Oktober, November gemacht. Wir hatten einen Sommer, wo wir der Meinung waren, es rechtfertigt unser Vorgehen. Aus bestem Wollen heraus. Man will doch nicht ohne Grund Menschen einschränken. Und deswegen haben wir im Oktober, November als Ministerpräsidenten, ich sage selbstkritisch, haben wir gesagt, Mensch, es muss nicht allzu hart mehr weitergehen. Wir können uns das leisten. Und es war ein Fehler in der Rückschau. Wir hätten im Oktober, November härter bleiben müssen auf unserem Weg, dann wäre uns das im Dezember nicht passiert mit den hohen Inzidenzen. Und deswegen, meine Damen und Herren, aus dieser Situation lernend sage ich heute, so weh es tut und so schwierig dieser Weg ist, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir nicht die Nerven verlieren dürfen, damit wir auch noch gut durch den März kommen, damit wir die 35 erreichen, damit wir unsere Krankenhäuser weiter entlasten, damit wir noch mehr Menschen schützen und damit wir dann wirklich in den nächsten Monaten eine echte Perspektive auf Lockerung und auf ein normales Zusammenleben haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Ich frage nun nach der Erklärung des Regierenden Bürgermeisters nach weiterem Redebedarf nach Stärke der Fraktionen. Frage Herrn Saleh von der SPD-Fraktion. Sie haben das Wort, bitte schön.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Chaya, nach den Worten gerade des regierenden Bürgermeisters kann man nur sagen, es ist nicht wirklich Ihr Tag heute. Sie haben sich hier hingestellt und haben vorhin kritisiert, tatsächlich den Weg, was die Inzidenzen betrifft. Ich will für alle hier im Raum mal erinnern, hier im Parlament haben wir ein Gesetz beschlossen, auch mit den Stimmen der FDP, dass genau diesen Weg 50-35 vorsieht, lieber Herr Chaya. Mit Ihren Stimmen. Sie stellen sich hier hin und machen auf große Backe. Was alles nicht geht, was alles nicht funktioniert. Sie rufen im Grunde genommen dazu auf, dem Gesetz zu widersprechen, den Sie und Ihre Kolleginnen der FDP hier mit beschlossen haben. Erklären Sie uns das bitte hier nachher mal. Und statt wirklich Vorschläge zu machen, Vorschläge, die am Ende der Sache dienen, stellen Sie sich hin, rein populistisch, und sagen, was alles nicht geht. Ich komme mir manchmal vor, als würden Sie Ihren Vorsitzenden auf Bundesebene nachahmen, der permanent seine Meinung ändert. Mal geht es Ihnen nicht zu schnell, mal geht es Ihnen zu langsam, mal geht es Ihnen zu ruck, mal zu links, mal zu heftig, mal zu heftig. Das heißt, die Linie, die Sie einfordern, ist hier nicht erkennbar. Und ich finde, der regierende Bürgermeister hat das Notwendige gesagt. Sie fordern eine Linie auf, indem Sie tatsächlich etwas bemängeln, wo die FDP auf keiner Ebene zu einer Linie beigetragen hat. Das ist die Wahrheit, lieber Sebastian, das ist die Wahrheit. In der Krise, weißt du, worauf es in der Krise ankommt? Dass die Menschen am Ende erkennen, dass Koalition und Opposition, wenn es um die Sache geht, an einem Strang ziehen. Was die Leute nicht wollen, dass in der Krise versucht wird, jedes Mal jedes Instrument zu nutzen, jedes Podium zu nutzen, um zu chaotisieren. Die Menschen haben ein Gespür dafür, was in der Krise funktioniert und was in der Krise nicht funktioniert. Und ich finde, dass Berlin sich nicht verstecken muss. Wirklich, ich bin stolz darauf, was diese Stadt, was die Menschen dieser Stadt in den letzten Jahren gemeinsam bewirkt haben. Mit Vorbild gehen wir voran beim Thema Impfstrategie DILEG. Wir haben mittlerweile bundesweit die besten Zahlen damit, schnell und zügig Menschen zu impfen, wenn es denn genug Impfstoff gäbe. Wir haben bundesweit mittlerweile ein Vorbild erlangt, weil wir es geschafft haben, liebe Ramona, nicht nur zu sehen, was vom Bund an Geld kommt, sondern wir es geschafft haben, hier im Haus eine Priorität zu setzen mit zusätzlichen hunderten Millionen und mit Kreditaufnahmen, weil wir die Wirtschaft eben nicht alleine lassen, Herr Chaya. Das haben wir gemacht. Bundesweit kriegen wir dafür Respekt. Und Sie stellen sich hier hin auf klein-klein. Und die CDU ist gar nicht viel besser. Ihr habt ein Problem. Ihr wisst nicht, ob ihr kleinen Söder spielen wollt oder kleinen Armen spielen wollt. Irgendwo dazwischen bewegt ihr euch gerade. Auch ihr habt hier in diesem Haus keine Linie. Wenn man sich die CDU anschaut, die letzten 3 Wochen, dann widerspricht ihr euch permanent. Mal sagt ihr, öffnen, öffnen, öffnen. Und mal sagt ihr, runter mit den Inzidenzen auf 10. Das ist ein Widerspruch, lieber Herr Dräger. Findet eine Linie und haltet diese gemeinsam ein. Und dann könnt ihr anfangen, uns zu belehren. Vorher gilt ein Motto, Ahnung haben von dem, was man spricht. Ansonsten Klappe halten. Ja, super. Für die CDU-Fraktion, Herr Dräger, bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst einmal es begrüßen, dass der regierende Bürgermeister die Gelegenheit heute genutzt hat, das Wort an uns zu richten. Und sich das Wort hat nicht verbieten lassen durch seinen Koalitionspartner, die Grünen, die sich heute Morgen dagegen ausgesprochen haben.
Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, das entbindet Sie aber nicht von der Aufgabe, in der Sondersitzung am Sonntag dann auch das vorzustellen und zu begründen, was Sie als Senat ja wohl noch heute Abend oder morgen beschließen werden. Und deswegen freuen wir uns auch auf diese Aussprache, die wir am Sonntag führen werden. Zweite Anmerkung. Ich habe ja das Privileg, sowohl auf einen regierenden Bürgermeister als auch auf eine Wirtschaftssenatorin zugleich erwidern zu dürfen. In dieser Situation bin ich auch noch nicht gewesen. Aber das ist doch eine Chance. Sehr geehrte Frau Popp, also Herr Saleh hat ja gerade vollmundig gesagt, wie wichtig es sei, dass wir hier gemeinsam verantwortungsvoll vorgehen. Leider hat der zweite Teil seines Wortbeitrages das selbst nicht erfüllt, denn er bestand nur aus ungerechtfertigten Angriffen auf die Opposition. Und ich muss schon sagen, sehr geehrte Frau Wirtschaftssenatorin, ich würde auch von einer Wirtschaftssenatorin mehr erwarten, als auszuteilen. Denn wie immer der laut schreit, hat offenbar auch etwas zu verbergen. Sie haben sich nicht mit den Oppositionsvorschlägen sachlich auseinandergesetzt, die heute präsentiert worden sind. Sie haben nicht sich dazu eingelassen, inwieweit das Land Berlin auch überbrückungsweise eintreten kann. Und ich finde, Sie brauchen doch gar nicht dünnhäutig reagieren. Es ist doch gut, dass wir darüber diskutieren. Und auch ich sage, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber wenn man sich wenigstens konstruktiv mit Vorschlägen auseinandersetzen würde, dann wäre das schon sehr zu begrüßen. Und das betrifft auch die Würde dieses Hauses. Meine Damen und Herren, aber worum geht es wirklich? Im Grunde geht es doch darum, dass die Menschen und die Unternehmen unserer Stadt sich nach einer Perspektive sehnen. Wir alle. Uns geht es doch auch so. Und da geht es um die alleinerziehende Mutter, die Homeoffice mit Kindererziehung und Beschulung verbinden muss, genauso wie den selbstständigen Gastronomie-, Kneipenbesitzer oder Restaurantbetreiber, der nun schon seit Wochen geschlossen ist, der möglicherweise seine Altersvorsorge auflöst, um über die Runden zu kommen und der natürlich völlig verständlicherweise auf eine klare Perspektive wartet. Und deswegen sollten wir uns hier vor allen Dingen damit beschäftigen, statt hier besserwisserische Schuldzuweisungen vorzunehmen, sehr geehrter Herr Kollege Saleh. Wir sollten uns mit den Schicksalen der Menschen dieser Stadt auseinandersetzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und wir haben als CDU-Fraktion in dieser Woche hierzu einen Diskussionsbeitrag geleistet. Vielen Dank, dass Sie ihn wahrgenommen haben und dass Sie darauf eingehen. Das zeigt, dass er gesessen hat. Und wir haben darauf hingewiesen, dass der 7-Tages-Inzidenzwert von 50 ein falscher Hoffnungswert ist, weil wir uns alle immer bis heute einig waren, dass wenn dieser Wert erreicht ist, eine Nachverfolgung der Inzidenz der Infektionsketten nicht mehr möglich ist. Er ist also nicht der Wert für Öffnungen gewesen, und das war hier allgemeine Meinung, sondern er war der Grenzwert für Schließungen. Und deswegen dürfen wir nicht der Versuchung erliegen, eine trügerische Hoffnung zu verbreiten, auch gegenüber denjenigen, die momentan in einer schwierigen unternehmerischen Situation sind, dass wir jetzt bereits alles vollflächlich öffnen können, sondern das ist ja eine trügerische Hoffnung, die da verbreitet wird. Wir müssen Ihnen klar sagen, dass wir zu einem wesentlich niedrigeren Inzidenzniveau, Infektionsniveau kommen müssen, damit die Öffnung dann auch Bestand hat, damit sie auch verlässlich ist und dauerhaft ist. Und das ist doch das Entscheidende, meine Damen und Herren. Und sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, ich freue mich über jede Kritik. Auch wir haben dazugelernt, ja. Aber wenn wir über die Inzidenzwerte reden, dann bitte ich doch mal in Erinnerung zu rufen, welche abenteuerlichen Vorstellungen Ihr Senat zu Beginn dieses Jahres im Hinblick auf die Schulöffnungen vertreten hat. Sie hatten es Anfang dieses Jahres tatsächlich propagiert, auch hier im Hause. Sie wollten die Schulen bei einem Inzidenzwert von knapp unter 200 öffnen. Und Sie mussten dann nach der Plenarsitzung zurückrudern und wieder auf den Kurs der Vernunft zurückkommen. Ich will Ihnen das gar nicht vorwerfen. Ich verstehe die große Belastung, unter der Sie stehen, unter der wir alle stehen. Wir alle machen Fehler. Aber ich bitte doch um ein bisschen Demut, wenn Sie sich mit unseren Vorschlägen auseinandersetzen und nicht mit solchen sehr oberflächlichen Angriffen, sehr geehrter Herr Saleh, die der Sache ja nicht gerecht werden.
Herr Präsident, wenn Sie mir noch gestatten, diese eine Anmerkung. Für die Perspektiven ist selbstverständlich auch für unsere Unternehmer wichtig, dass wir ihnen in dieser Zeit, in der wir ihnen die Öffnung nicht gestatten können, die notwendige Unterstützung zukommen lassen. Und es steht völlig außer Frage, dass hier auf Bundesebene genauso wie auf Landesebene noch ein wenig Luft nach oben ist. Und deswegen sollten wir das eingestehen, anerkennen und alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu verbessern und denjenigen jetzt beizustehen, die unsere Hilfe benötigen, die damit sie Perspektive behalten können und nicht auf dem Weg zu dem Ende des Tunnels untergehen. Und das ist unsere Verantwortung. Dafür sollten wir auch bitte hier auf Landesebene etwas tun. Und der Kollege Gräfin, der Kollege Chaya haben dazu heute Vorschläge gemacht, die ich ausschließlich ausdrücklich unterstütze, meine Damen und Herren. Zum Schluss. Die CDU-Fraktion ist weiterhin bereit, so wie bis von Beginn dieser Krise an, den Senat zu unterstützen. Sie können sich in der Tat nicht über mangelnde Unterstützung durch die CDU-Fraktion beklagen. Wir haben immer an Ihrer Seite gestanden, auch bei den unpopulären und schwierigen Entscheidungen, auch jetzt wieder. Ja, das bitte können Sie ja gerne gleich widerlegen, Frau Kollegin, da bin ich ja sehr gespannt. Wir haben von Anfang an diese schwierigen Entscheidungen, die Infektionsschutzentscheidungen mitgetragen, auch die Notwendigkeit der Wirtschaftshilfen. Und wir werden das weiter tun. Wir wollen gemeinsam im Interesse der Menschen aus dieser Krise kommen. Und deswegen werden wir unsere Unterstützung nicht versagen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Für die Fraktion Die Linke, Herr Abgeordneter Schatz. Sie haben das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einsteigen möchte ich erst mal mit einem großen Dankeschön. Und der regierende Bürgermeister hat schon darauf hingewiesen, was haben wir hier in Berlin in den letzten Wochen erreicht. Unsere Inzidenz ist von über 200 auf jetzt auf den RKI-Zahlen 56,2 runtergegangen. Die Belegung der Intensivbetten ist von Anfang Januar über 460 auf heute, wenn Sie im Divi nachschauen, 288 zurückgegangen. Eine entscheidende Zahl. Die Entlastung bedeutet für ganz, ganz viele Menschen, die in den Krankenhäusern dieser Stadt arbeiten. Das ist wichtig. Und wir sind bei den Impfungen vorangekommen. Wenn wir uns die Zahlen von gestern angucken, dann hatten wir qua gestern rund 180.000 Erstimpfungen, davon die meisten bei den Hochaltrigen und Bewohnerinnen der Pflegeheime und 58.000 Zweitimpfungen. Das, finde ich, sind beeindruckende Zahlen und die sprechen für die Leistung, die wir alle miteinander hier erbracht haben, vor allem die Berlinerinnen und Berliner durch ihr Mittun bei der Bekämpfung der Pandemie. Und nun ist es so, der Kollege Dräger wies gerade eben sehr richtig darauf hin, 50 ist als Grenzwert genannt worden für die Bekämpfung der Pandemie, sozusagen als Grenzwert für Öffnung. Und übrigens auch im Infektionsschutzgesetz verankert, Paragraph 28a Absatz 3, der regierende Bürgermeister hat darauf hingewiesen, da steht übrigens auch die 35. Aber Kollege Dräger, wenn Sie hier sagen, diese 50 ist der Grenzwert für Öffnung, was war denn das dann noch für wenigen Wochen vom Kollegen Greff, der hier Öffnungen verlangt hat, wo wir weit, weit, weit über diesen 50 waren? Und das in einer Situation, wo wir seit Anfang Januar wissen, dass wir die Gefahren haben, mit Mutationen zu leben, mit der britischen Mutation, mit der südafrikanischen oder brasilianischen Mutation. Und wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickelt. Wir haben jetzt Zahlen von letzter Woche, Ende Januar, wo zu 5,7% gesagt wurde, das ist der Anteil, den diese Mutationen an den Infektionen in Deutschland haben. Die entwickeln sich aber dynamisch.
Und deshalb finde ich, ist es richtig, lieber jetzt behutsam Stück für Stück als permanent hin und her auf zu. Das ist, glaube ich, keine Perspektive, die wir den Menschen in dieser Stadt anbieten sollten, sondern wir sollten einen klaren Kurs fahren. Und der sollte aus meiner Sicht eher vorsichtig sein als hin und her, wie das andere hier anbieten. Also wenn... Und ich finde, und da wissen wir eben auch mehr als im letzten Frühjahr, wenn wir jetzt öffnen, dann kann es nicht einfach eine Rückkehr zu einem Status quo ante sein, sondern der muss durch Schutzmaßnahmen begleitet sein, so wie wir es beispielsweise bei den Pflegeeinrichtungen hier auch miteinander erstritten haben. Dass Besucher ermöglicht werden, dafür aber auch intensiver getestet wird. Und an der Stelle finde ich gut, dass wir den Kurs dort geändert haben und die Gesundheitssenatorin die Verordnung entsprechend auch angepasst hat, dass es jetzt tägliche Tests in den Pflegeeinrichtungen gibt, dass die Besuchenden getestet werden und somit Besucher auch ermöglicht werden, damit die Älteren nicht isoliert sind in den Pflegeeinrichtungen. Das ist richtig. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, Schulen wieder zu öffnen, was ja angesichts der Schwere der Situation, wenn ich im Homeoffice bin und die Kinder auch noch zu Hause sind und dort beschult werden müssen oder beaufsichtigt werden müssen bei den Aufgaben, verstehen kann, dann heißt es, dass die Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, nämlich tatsächlich eine gute Ausstattung mit FFP2-Masken für das gesamte Lehrpersonal, aber auch der Einsatz von Tests, dass der dann tatsächlich auch möglich sein muss. Nur dann können wir die Schulen aus meiner Perspektive öffnen. Und natürlich kann das auch ein Pfad sein, den wir dann ab März eventuell für Einzelhandel und Kultur machen müssen. Das muss jetzt mitgedacht werden. Diese Maßnahmen müssen jetzt angelegt werden. So, dann will ich aber trotzdem noch ein paar kritische Sachen sagen zur Ministerpräsidentenkonferenz, die mich durchaus ärgern. Stichwort Schnelltest. Ich hatte es eben gesagt. Ich glaube, das ist jetzt die dritte MPK, wo über den verstärkten Einsatz von Selbsttests oder Schnell-Selbsttests geredet wird. Seit vielen Wochen warten wir darauf, dass von der Bundesebene durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte das endlich freigegeben wird. Und ich frage mal, was macht der Bundesgesundheitsminister eigentlich in dieser ganzen Zeit? Warum ist diese Freigabe nicht schon längst passiert? Wir brauchen die für die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen wollen, damit wir Sicherheit bieten können. Und ja, auch darüber ist geredet worden, die Menschen sind müde. Aber sie sind auch müde gemacht worden, weil sie Angst haben um ihre Existenz und ihre Zukunft. Und zwar viel stärker als noch letztes Jahr im Frühjahr. Und das hängt meines Erachtens auch mit dem Versagen des Bundes bei der Auszahlung der Hilfen seit November letzten Jahres zusammen. Und an der Stelle will ich nochmal sehr deutlich dem Senat und auch Klaus Lederer danken, die das Aufsetzen der Soforthilfe 2 im letzten Jahr unbürokratisch und schnell war sinnvoll und hat vielen Menschen in dieser Stadt Hoffnung gemacht, durch diese Pandemie zu kommen. Der Bund verspielt diese Hoffnung im Moment. Und last but not least kommt in meiner Rede auch immer vor. Ich finde, nach wie vor sind die Hilfen für Transferleistungsempfangende viel zu niedrig. Wenn der Koalitionsausschuss sich auf einmalig 150 Euro einigt, dann kann man das als einen Anfang bezeichnen, wie der DGB es sagt. Für mich ist das ein schlechter Witz. Ich will an der Stelle sagen, es geht darum tatsächlich um 600 Euro Regelsatz für die Leistungsempfangenden pro Monat, um 100 Euro mehr pro Monat als Pandemiezuschlag und ja, auch die klare Ansage, dass es keine Zwangsräumung gibt, wenn die Miete mal nicht bezahlt werden kann. Auch an dieser Stelle hat der Senat im letzten Jahr übrigens vorbildlich gehandelt. Und dort nochmal Dank an Katrin Lomscher und jetzt Sebastian Scheel, dass das weitergeht. Und wenn wir an die Leute denken, die am stärksten unter der Pandemie leiden, dann zählen auch Wohnungslose dazu. Und auch an der Stelle will ich sagen, vielen Dank an den Senat, dass eben die Hilfe für obdachlose, wohnungslose Menschen durch 24-7-Einrichtungen, gerade auch bei den Temperaturen, die wir momentan erleben, so wunderbar geleistet wird. Das, finde ich, ist ein Vorbild in Deutschland, wie man Menschen durch die Pandemie bringen kann. Vielen Dank an den Senat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die Fraktion der Bündnis 90 der Grünen hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Giebel. Bitte schön. Nach der Stärke der Fraktionen kommt bei mir jetzt die Grünen. Frau Giebel, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist doch nicht lustig, wenn man eine FFP2-Maske auch mal am Pult trägt. Also Sicherheit geht vor, aber es teilen ja leider noch nicht alle hier in diesem Haus. Ja, nach diesem Vormittag hat man so ein bisschen das Gefühl, die CDU glaubt, dass C in CDU steht für Zickzackkurs. Dabei könnte es eigentlich nur für Chaos stehen, aber es ist ein bisschen verwunderlich. Und ich sag mal eins, Herr Träger. Sie haben, ja, das ist, ich weiß, ach, oh, hier wurde jetzt ein Witz auf Kosten des Namens gemacht, huiuiui, na gut, hören Sie mir mal zu. Sie haben eben davon gesprochen, dass man Verantwortung in der Krise übernimmt. Ich weiß noch, dass ich hier vor 4 Wochen stand und Sie gebeten habe, dass Sie bei der Bundeskanzlerin und sich bei Jens Spahn persönlich dafür einsetzen, dass wir Schnelltests als Selbsttests einsetzen. Fehlanzeige. Ich habe von Ihnen noch nie einen kreativen, einen guten Vorschlag gehört, wie man in dieser Krise sicher steuert, wie man dieses Land gut durch die nächsten Monate und Wochen bringt, wie man die Verunsicherung, die es in der Bevölkerung gibt, wie man die heilt, wie man da gemeinsam steht. Und das verwundert mich, das macht mich auch ein bisschen traurig, weil ich hätte mir gewünscht, dass man in dieser Krise eben nicht Parteipolitik an die erste Stelle stellt, sondern dass man versucht, eine Lösung für die Menschen in diesem Lande zu finden. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Linie zu halten. Das Schlimmste, was es gibt, ist eine Kakophonie der Demokraten, wo die Leute am Ende des Tages nicht mehr wissen, wo sie stehen. Und wenn man sich die CDU anschaut, dann hat man diese Frau aus Baden-Württemberg, Eisenmann oder wie sie auch immer heißt, ja, die da nicht von ab kann, das populistische Lied der Öffnungen und der Lockerung um jeden Preis zu singen. Ja? Sie haben noch im Dezember in dieses Lied mit eingestimmt und von Pullovern und ich weiß nicht was geredet. Und umgekehrt, und Herr Henkel hat das irgendwie sogar noch letzte Woche getan, wo Sie dann schon versucht haben, ja, die absolute Purzelbaumkehrtwende hinten runter zu machen. Und das, obwohl wir hier in diesem Haus ein gemeinsames Gesetz eingebracht haben, wo wir versuchen, die Corona-Fragen zu managen und uns als Parlament mit einzubringen, weil wir gesagt haben, natürlich ist das zum einen die Aufgabe der Exekutive, hier schnell Entscheidungen zu treffen. Aber natürlich muss man als Demokratie, als Parlament, wenn man sich ernst nimmt, auch mitreden. Und wir haben gesagt, das können wir nicht nur als Regierungsfraktion machen, obwohl wir es natürlich gekonnt hätten. Aber wir haben gesagt, wir nehmen Sie mit an Bord, weil wir glauben, es ist der richtige Weg in dieser Krise, das gemeinsam zu machen. Und dann kommen Sie und machen den Purzelbaum rückwärts zur Seite und zickzack und man weiß wirklich nicht, worum, mit wem man eigentlich redet, wenn man mit der CDU spricht. Das finde ich wirklich problematisch. Und über diesen Zickzackkurs täuscht auch Ihr plumper Angriff auf die Senatorinnen in dieser Koalition nicht hinweg. Frau Popp vorzuwerfen, sie sei dünnhäutig, weil sie eine kämpferische Rede für die Menschen und die Unternehmen in dieser Stadt gehalten hat. Das ist genauso daneben, wie Sie damals Frau Elke Breitenbach unterstellt haben, sie hätte sich emotional nicht im Griff. Und ich weiß ja nicht, was Sie jetzt sagen, ja, weil ich mich jetzt hier einmal aufgeregt habe. Wirklich. Ja? Ich frage mich, ob Sie das auch zu Herrn Wähler gesagt hätten oder ob Sie das zum Herrn Salé sagen, ja? Man muss in diesem Haus auch mal eine engagierte Rede halten. Das ist auch in Ordnung. Das gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Und wenn Sie das nicht aushalten, dann weiß ich auch nicht, müssen Sie vielleicht mal einen Grundkurs zu Sexismus und Feminismus an der FU. So. Aber ich komme mal kurz. Oho, ich habe noch 60 Sekunden. Naja, also ich komme mal ganz kurz zurück zum Thema Corona. Ja? Ich zitiere mal die Bundeskanzlerin, wenn ich darf. Die hat gesagt, man muss auf Sicht fahren. Und wissen Sie, warum man auf Sicht fahren muss? Weil es eben in dieser blöden Pandemie, die wirklich, das hätte sich auch keiner zu denken gewagt, dass man hier mit solchen Fragen zu tun hat. Aber so ist das nun mal. Wenn man Politik macht, muss man auch mit neuen Situationen umgehen können. Ja? Man muss auf Sicht fahren.
Und deswegen muss man aber auch erklären, wenn man seinen Kurs verändert. Und dann muss man sich die Frage stellen, was hat die Mutation für einen Effekt auf den R-Wert und wie kann man dann den Effekt der Mutation auf den R-Wert reduzieren? Mit FFP2-Masken, mit Schnelltests und so weiter und so fort. Und da lohnt natürlich der Blick in die Modellierungen. Wir stehen für evidenzbasierte Politik und man muss auch mal nach England und so weiter gucken. Und da will ich nur eins sagen, ich gebe Ihnen den Rat, machen Sie das mal. Wissen Sie, wie hoch die Präsenzquote an Grundschulen in England ist? 24%. Und die haben einen zigfachen Anteil der Mutation an der Gesamtinzidenz. So, und deswegen muss man diese Maßnahmen mal vergleichen, bevor man da in so ein populistisches Horn bläst. Das kann ich Ihnen auch gerne gleich mal zuleiten, weil ich stehe nicht vom Tisch aus. Ich bin immer der Ansicht, Demokraten müssen miteinander reden. Lassen Sie uns gemeinsame Lösungen finden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit Ihnen möglich ist. Für die Fraktion der AfD hat das Wort der Abgeordnete Wollett. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Frau Gebel, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken würden, wie ich sie auch Ihnen habe zukommen lassen. Sie haben nämlich davon gesprochen, dass die Menschen Fragen haben. Dass Demokraten miteinander sprechen müssen. Da stimme ich Ihnen in beidem zu. Aber was haben die Menschen für Fragen? Und warum haben sie diese Fragen? Soll ich Ihnen sagen, Herr Regierender Bürgermeister, Sie sind ja nicht nur der Regierungschef des Landes Berlin, Sie sind ja auch zurzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz und haben dementsprechend maßgeblichen Einfluss auf die Maßnahmen der Bundesregierung und das, was dann dementsprechend verlautbart wird. Die Menschen, die wollen nichts von Inzidenzien hören, von Entwicklung hören. Die Menschen brauchen Hoffnung. Die Menschen in diesem Land, nicht nur im Land Berlin, brauchen Hoffnung. Und Sie geben den Menschen diese Hoffnung nicht, Herr Regierender Bürgermeister. Und warum nicht? Was passiert denn im Vorfeld zu einer Ministerpräsidentenkonferenz? Zahlen werden kommuniziert, dann kommt ein Inzidenzwert von 50, dann können wir das machen. Dann müssen wir aber einen Inzidenzwert von 35 erreichen, da können wir das machen. Irgendwann reden wir von Inzidenzen von 10, das kommt ja in Bayern. Irgendwann kommen wir auf 0, das ist dann irgendwann unrealistisch. Und was sagen wir dann für Maßnahmen, wenn die Inzidenzen auf 0 waren? Wir wollen das Bewahrte erhalten und machen so weiter wie bisher. Nein, die Leute wollen keine Ängste mehr haben, die sie schüren. Und wissen Sie, wie das kommt? Sie sprechen ja immer davon, dass Sie genau wissen, was die Menschen denken, was der kleine mittelständische Unternehmer denkt anhand der Familiengeschichte und der Druckerei ihrer Familie. Ich will Ihnen mal sagen, wie die Realität aussieht. Und ich rede mit vielen Menschen. Ich gebe mal ein Beispiel, was das in der Praxis bedeutet. Wir nehmen mal die selbstständige Steuerberaterin, die ihre eigene Kanzlei in ihrem eigenen Haus hat. Sie ist alleinerziehend, hat 2 Kinder, 9 und 11 Jahre alt. Das eine Kind ist auf dem Gymnasium, das andere Kind ist in der Grundschule. Sie hat ihre Mandanten, sie hat ihre Termine. Sie muss alles dementsprechend so machen wie bisher. Nebenbei macht sie aber Homeschooling. Dann fällt das Digitale mal ganz kurz aus. Die Software bricht zusammen. Ton ist nicht mehr da. Dann vergisst irgendein Kind, irgendetwas nachzuholen. Die Lehrer sind auch total überfordert, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen. Das sind die Realitäten. Und was macht die Steuerberaterin dann abends, wenn sie die Kinder um 8 Uhr ins Bett gebracht hat? Sie muss ja auch einen geregelten Alltag einhalten. Mir erzählen andere, dass die Kinder mittlerweile bis 11, 12 Uhr schlafen und komplett aus dem normalen Alltag herausgerissen sind. Das sind Realitäten. Ich glaube, sowas kennen Sie gar nicht, Herr Regierender Bürgermeister. Deswegen weise ich Sie mal darauf hin. Und was ist dann die Folge? Und ich bleibe bei der alleinerziehenden Steuerberaterin. Die Kinder sind um 8, 9 sind sie im Bett. Sie setzt sich abends um 10 vor den Rechner. Sie hat die Umsatzsteuerfrist am 10. einzuhalten. Bis nachts um 3 Uhr sitzt sie und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Um morgens um 6 Uhr wieder aufzustehen, vollkommen übermüdet, sich darum zu kümmern, dass die Kinder ihr Homeschooling machen können, mit den technischen Defiziten, die hier natürlich auch zu verantworten sind, mit allem, was dazugehört. Und ich gehe mal ein persönliches Beispiel, weil ich nämlich nicht rede wie ein Blinder von der Farbe.
Ich habe 3 Kinder. Meine Kleinkinder wohnen im Wechsel bei mir in Berlin und bei ihrer Mutter in Brandenburg. Wir wechseln uns regelmäßig ab, damit wir keinen Lagerkoller zu Hause bekommen. Wir wechseln uns ab im Rahmen des Homeschoolings. Meine große Tochter ist 20 Jahre alt und arbeitet in der Altenpflege. Sie arbeitet in der Altenpflege und weiß ganz genau, was dort jeden Tag zu passieren ist. Herr Kohlmeier, ich glaube, Sie wissen nicht, wovon ich rede. Sie reden auch in der Regel nicht mit den Menschen, zumindest nicht mit den normalen Menschen. Sie reden nicht mit den Leistungsträgern der Gesellschaft. Und Sie reden nur mit Leuten in Ihrer Filterblase. Und hier sollen Sie mal ganz, ganz ruhig sein. Und was ist dann die Folge? Wir haben das von Anfang an gesagt. Wir müssen immer abwägen, Aufwand und Nutzen. Und ja, wir fordern stringent, schon seit langem, eine schrittweise Öffnung unter Hygieneeinhaltung, alles das, was den Menschen hilft. Wir fordern die Stärkung der Wirtschaft. Wir fordern die Stärkung des Mittelstandes. Wir fordern die Stärkung des kleinen Mannes, der jeden Tag Leistungsträger ist. Und es ist schlimm, wenn viele Menschen sterben. Es ist wirklich schlimm. Und wenn die Menschen 80, 90 Jahre alt sind und sterben, dann ist das zu bedauern. Aber wissen Sie, was noch mehr zu bedauern ist? Wenn in der Folge einer fehlgeleiteten Regierungspolitik der Mittelstand am Boden ist, wir eine Masse von Suiziden haben, weil die Leute einfach Sorge haben um ihre Existenzen und das wird immer schlimmer. Und eine staatlich angeordnete Insolvenzverschleppung, so kann man die Gesetzgebung auf Bundesebene ja nehmen, macht das nicht besser. Und ein Kurzarbeitergeld, was dann zu Lohnsteuernachforderungen führt, macht es nicht besser. Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf. Kommen Sie zu einer Politik der Vernunft. Kommen Sie zurück zu einer Politik für die Menschen, für alle Menschen und nicht für die Menschen, in der Filterblase Sie leben. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion der FDP hat das Wort Abgeordneter Schayer. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kohlmeier, Ihr Zwischenruf, ob ich Bildchen gemalt hätte, dokumentiert die Ernsthaftigkeit, mit der Sie sich diesen Plan von uns angeschaut haben, der Ihnen vorliegt, nämlich den Stufenplan, den wir Ihnen heute vorgeschlagen haben. Und man muss fast den Eindruck gewinnen, dass das umgreift in Ihrer Fraktion. Denn wenn ich hier so dem Kollegen Reitz-Saleh zuhöre, der die Frage aufwirft, wieso wir denn überhaupt einem Infektionsschutzgesetz und einem Gesetz hier im Parlament die Zustimmung erteilt haben. Und da ja der Wert von 35 drin verankert ist, ja, das wissen wir. Wir haben dieses Gesetz mit auf den Weg gebracht. Und wir haben diesem Gesetz zugestimmt, weil wir es für richtig und wichtig halten, dass das Parlament beteiligt ist. Aber in diesem Gesetz steht nicht, drin, dass ein Lockdown bis zum Inzidenzwert von 35 aufrechtzuerhalten ist. Das steht da nicht drin. Und das ist der Unterschied, über den wir dann in der Tat miteinander reden müssen. Da müssen wir drüber reden, denn wir haben auch nicht gesagt, dass ab 50 sofort geöffnet wird, sondern wir reden darüber, unter 50 in einem definierten Plan entsprechend orientiert an Hygieneschutzmaßnahmen, an entsprechenden Abstandsregeln, an all den Konzepten, die wir erarbeitet und gelernt haben und umgesetzt haben, sich zu orientieren. Das steht hier in diesem Plan schwarz auf weiß, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist dann eben auch falsch, Frau Senatorin Popp, wenn Sie die Behauptung hier aufstellen an dieser Stelle, dass mit sofortiger Wirkung bei einer Inzidenz unter 50 Clubs geöffnet werden würden, wenn man den Stufenplan der Freien Demokraten hier in die Anwendung bringen würde. Steht da nicht drin. Zeigt mir, dass Sie ihn nicht gelesen haben. Zeigt mir, dass Sie ihn nicht gelesen haben. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schulze? Nein. Ich kann Sie gerne dazu einladen, auf Seite 5 zu schauen. Da finden Sie genau die Antworten darauf, dass eben Clubs nicht
öffnen ab einer Inzidenz unter 50, sondern nur abgegrenzte Barbetriebe dort möglich sein sollen. Das ist was völlig anderes als das Bild, was Sie hier suggerieren. Und damit bin ich bei der Frage der Bilder und der Frage der Wahrnehmung und der Frage der Auseinandersetzung, die in der Öffentlichkeit ist. Herr Regierender Bürgermeister, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute hier noch einmal das Wort ergriffen haben, weil es gibt uns Gelegenheit, über das zu sprechen, was Erwartungsmanagement und Erwartungshaltung in der Gesellschaft ist. Die Erwartungshaltung um den Inzidenzwert 50 herum oder unter den Inzidenzwert 50 ist doch die in der Gesellschaft, dass sich etwas mit Perspektive öffnet, dass sich Lockerung durchsetzen. Und wir reden aber jetzt über die Schule, was wir sehr begrüßen. Wir reden über die Grundschule, wir reden über die Oberschule, wir reden über Wechselmodelle, wir reden über Gruppenmodelle, wir reden über all die Fragen, über die wir diskutiert haben. Wir hätten noch viel weiter sein können, wenn auch noch Luftfilter in den Schulen umfassender verbaut worden wären. Kleine Kritik. Aber wichtig ist doch, dass wir, wenn wir über die Frage einer 50er-Inzidenz sprechen, am Ende auch deutlich machen müssen, dass wir ab einer 50er-Inzidenz uns auch zutrauen, zu eskalieren, nach unten zu eskalieren mit entsprechenden Maßnahmen. Und wenn die Erwartungshaltung in der Gesellschaft da war, dass ab 50 große umfassende Lockerungen, also unter 50 große umfassende Lockerungen erfolgen, dann ist kommunikativ was schiefgelaufen. Und dann müssen wir uns doch mit dieser Frage auseinandersetzen. Und von daher ist das am Ende genau das, was wir tun. Und dazu haben wir Ihnen ein Angebot gemacht. Und ich kann nur hoffen, dass Sie am heutigen Abend in der Senatssitzung anfangen, über einen konkreten Plan auch zu sprechen, der sich an den Dingen orientiert. Wir haben Ihnen eine Orientierungshilfe heute auf den Tisch gelegt, weil das wäre der Beginn eines Fahrplans, der eine Perspektive unter einem Inzidenzwert von 50 deutlich macht. Und wer hier reinschaut, wird eben auch feststellen können, dass wir alles über einem Inzidenzwert 50 definiert haben und damit auch definiert haben, wie sich das verhält für das gesellschaftliche Zusammenleben in unserer Stadt. Und da verzichtet man nicht zu keinem Zeitpunkt, weder über 50 noch bei 0, auf die Frage von Abstandsregeln und von Hygiene- und Schutzmaßnahmen, weil niemand sagen kann, wann die Pandemie vorbei ist, sondern es geht darum, mit dieser Pandemie sich auseinanderzusetzen, mit ihr zu leben und Öffnungsperspektiven zu erarbeiten für die Gesellschaft. Und genau das war unser Vorschlag, den wir hier heute gemacht haben. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich komme nun zurück zu dem dringlichen Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 18-3378. Hier schlägt die antragstellende Fraktion die sofortige Abstimmung vor. Die Koalitionsfraktionen beantragen dagegen die Überweisung an folgende Ausschüsse: federführend an den Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie mitberatend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie, den Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten, den Ausschuss für Sport und an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Betriebe. Gemäß § 68 der Geschäftsordnung lasse ich zuerst über den Überweisungsantrag abstimmen. Wer der Überweisung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 18-3378 an die genannten Ausschüsse zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und die CDU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die FDP-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete Herr Nerstheimer. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist die Überweisung beschlossen und eine Abstimmung über den Antrag erübrigt sich heute. Meine Damen und Herren, wir steigen jetzt ein in die Lüftungspause und setzen die Beratung pünktlich fort, 13:25 Uhr mit der Fragestunde.